Stell dir mal vor, die müsste eines Tages ihrer Tochter sowas erzählen. Ja, mein kleiner Schatz, wenn du eines Tages unter Begierde leidest, dann kannst du dir unter Umständen dann an alle Krimbitsch dann dich daran bedienen. Unglaublich. Ja, also ihr seht, dass die Muslime so befähigt wurden, Menschen mit Ex-Moslem unter mein Eiri. Ex-Moslem unter mein Eiri. Bist das der einzige Satz, den du kennst, ne? Mari, kennst du Ex-Moslem? Der ist hier gerade mein Leiter. Weg, Mann. Das ist der einzige Satz, den die kennen. Ex-Moslem unter mein Eiri. Kennst du diese primitiven Leute? Das war so richtig so primitiv. 99 Cent Laden, wo du dann dementsprechend noch so hier in die letzte Ecke so guckst, dass da noch so nach so Angeboten, das war so 99 Cent Laden, alles schon 99 Cent Laden, aber du guckst nach so Angeboten, so jemand war das. Im 99 Cent Laden, alles ist schon auf 99 Cent. Der geht und guckt nach, ist da noch vielleicht 50% da drauf. Unglaublich, ey. Ja, also Allah hat die Muslime dazu befähigt, uns alle in Ketten dann ins Paradies zu führen. Ne? Toll, tolle Religion. Wundervoll. Assalamu Walaikum Salam, Gott segne dich und deine Familie. alaikum. Alhamdulillah, Findest du das gut, dass ich dich und deine Familie in Ketten ins Paradies führe? alhamdulillah. Ja, dann zeig mir mal bitte deine Adresse. Ich komme dann mit ein paar Jungs, dann kommen wir vorbei und machen uns erstmal breit in deiner Wohnung und dann binden wir so Ketten, so hier. Und dann nehmen wir dich mit und deine Familie. Und dann wunderst du dich, warum die Leute euch alle raushaben wollen, ne? Stell dir mal vor, wir würden das der breiten Masse so präsentieren, was ihr in euren Schriften verzeichnet habt. Dagegen ist ja dieses blöde Lied ja ein Kindersong. Kindersong gegenüber islamische Schriften. Na, 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 na. Stell dir das mal vor. Stell mal, im Gegensatz zu deinen, diese islamischen Schriften, das ist ja ein Witz. Ja. Sehr gut. So will ich dich sehen. Immer schön zustimmen. Dankeschön. Machst du dir denn keine Gedanken um deine Ewigkeit? Dankeschön. Ich? Ja. Ja, ich geh ins Paradies und du gehst in die ewige Verdammnis, mein Freund. Ja, aber Allah sagt in Sure 19, Vers 70 bis 72, dass du erstmal in die Hölle fährst. Ja, wieso? Ja, er sagt, von 100 Muslimen gehen 99 erstmal in die Hölle und du bist einer davon. Na, ich bin die Ausnahme, ich bin die Ja, aber du Person. liegst in deinem Bett und hast nichts mit dem Islam zu tun. Ja, natürlich. Hast du schon mal den Gedanken gehabt, zu kämpfen? Für den Glauben? Ja. Ja, hier in Deutschland nicht, ja. Aber Ja, so, wolltest du gerne mal auswandern? nach Syrien. Ehrlich, wolltest du das machen? Ja. Was ging so in deinen Kopf ab? Ja, jetzt mit meinem Esel nach Syrien. Ach, mit deinem Esel nach Syrien. Genau. Hat der 1000 PS wie Mohammeds Esel da, dieser Al-Burak, ne, in Sure 17, Vers 1. Der Ja. Jibril musste sich an Al-Burak festhalten. Musst du dir mal vorstellen, dieser Al-Burak hatte einfach 10 Bugatti Chiron-Motoren da dran. Dieser Engel Gabriel, der kam nicht mal hinterher, der musste sich so festhalten. Heftig. Heftig, Hallo. Ja, heftig, finde ich auch. Ich frage mich, wie der Allah das geschafft hat, so 10 Bugatti Chiron-Motoren da reinzupacken. ja, frag ich mich auch. Ja, safe. Stimme verschlagen. Dann geht er noch da oben mit Allah diskutieren, dass seine Umma nicht schafft, 50 Gebete zu machen. Als wäre Allah, der Allwissende, nicht in der Lage zu wissen, dass sie das nicht schaffen. Da geht Mohammed mit ihm diskutieren. Ja, jetzt müssen wir nur noch fünfmal am Tag beten. Nachdem Mohammed mit Allah debattiert und ihn in der Debatte schlägt und sagt: Ja, Allah, ich bin gerade zu Mose runtergegangen. Der hat gesagt, wir schaffen das nicht. Ich sollte nochmal hochkommen und mit dir darüber reden. Ja, okay, Mohammed, jetzt machen wir auf 25. Dann geht der Mohammed wieder zurück zu Mose und er sagt, das schafft deine Umma nicht. Geh wieder zu Allah und frag ihn. Das ist so krank, ey, das ist so Ja, krank. Dieses Gespräch zwischen Mohammed und Allah, das ist Geschichte aus 1001 Nacht. Und dann sagen die zu mir,
Ja, warum wusste Jesus nicht den Tag des Jüngstgerichts? Dein Gott ist am Debattieren mit Mohammed darüber, wie viele Gebete sie machen müssen, ey. Ist das nicht weitaus schlimmer? Nein, weißt du wieso? Warum denn? Weil Mohammed hat für uns so mäßig so, der hat so für uns ein gutes Angebot gemacht. Wir haben das durch 10 geteilt, dass wir nur 500 Tage beten müssen. Gutes Angebot? Also Allah wusste nicht, dass ihr das nicht schafft. Der Mohammed und debattiert mit Allah, dem Allmächtigen, dem Allwissenden. Wer kann denn überhaupt mit Gott debattieren? Kannst du mir das mal sagen? Der jede einzelne Faser in unserem Körper kennt. Jeden Gedanke. 50 Gebete am Tag ist ja machbar, aber... Ja, du siehst ja, dass das nicht machbar ist. Wenn ich jetzt... Allah wusste also nicht, dass die Leute 50 Gebete nicht machen können. Und dann sagt der Mohammed, ja Allah, die schaffen es nicht. Und dann sagt der Allah, anstatt der schon von vornherein weiß, nein, ihr kriegt nur 5 und das war's. 5 schafft ihr schon. Nein, dann macht er erstmal noch mal weniger, also 25. Dann geht der Mohammed und sagt zu Mose, ja, der hat 25 gemacht. Dann sagt der Mose, das schafft deine Umma nicht, Herr Mohammed. Geh wieder hoch. Dann ist er wieder hochgeflogen. Anstatt er doch von Anfang an, der Allah das macht, danke. Wir müssen aufwachen, genau, sehr gut. Mohammed war niemals ein Prophet, der Islam ist erfunden worden. Mohammed hat nie existiert und die Muslime müssen aufwachen. Genau das müssen wir machen. Die Muslime aufklären über diese Sekte und ihnen sagen, hör mal zu, die Bibel ist akkurat, Jesus Christus kam auf die Erde, hat für deine Schuld bezahlt und du schwebst in allergrößter Gefahr, wenn du mit dieser götzendienerischen Religion in den Tod gehst, wo dein Prophet dir befohlen hat, einen Stein zu und ihn... Und dahin zu laufen, dich tot zu trampeln und einen Stein zu küssen, der deine Sünden aufsaugt. Wo ist denn das, wenn Götzendienst, wenn Allah einen Stein auf die Erde herabsandt, dass die denken ja nicht, dass irgendein, da stellt ja keine Gottheit nach, aber euer Kreuz, wo euer Jesus da festgenagelt ist, und das immer in die Richtung anzubeten in jeder Kirche, das nennt man Götzendienst, mein Freund. Ja, hat der Herr Jesus Christus das gesagt, dass wir das machen sollen? Das ist ja die Frage. Das muss ja gefragt werden. Jesus, hast du gesagt, dass wir uns Kreuze aufstellen sollen, um sie, diese Kreuze dann anzubeten oder sie zu küssen? Ne? Das muss man ja fragen. Hat der dann Jesus gesagt? Bitte? Hat denn der Jesus das gesagt? Nein, natürlich nicht. Aber guck mal, was dein Omar ibn al-Khattab zu dem Stein sagt, den Mohammed küsst. Pass mal auf, da ist es heftig. Schau dir mal die Aussage von ihm an. Er sagt, dass es nur ein wertloser Stein ist. Ist auch mal eben Al-Khattab ein Idiot oder was? Sag mal bitte. Ich muss die Quelle lesen, Bruder. Ja, wir können ja zusammen die Quelle lesen. Kennst du Riyadus Salihin von Imam An-Nawawi? Nein, sagt mir nichts. Das ist eine authentische Quelle. Das ist in Al-Bukhari und Muslim auch verzeichnet. Und Imam An-Nawawi hat das auch in seinem Riyadus Salihin aufgezeichnet in Nummer 167. Und ich zitiere. So. Zack. Einen Moment. So. Ich sah, wie Omar ibn al-Khattab, möge Gott mit ihm zufrieden sein, den schwarzen Stein al-Hajar al-Aswad küsste und sagte, ich weiß, dass du nur ein Stein bist und weder Schaden anrichten noch Nutzen bringen kannst. Hätte ich nicht gesehen, wie der Gesandte Allahs dich geküsst hätte, hätte ich dich niemals geküsst. Der sagt, dieser Stein ist wertlos. Was ist dir vom Himmel gefallen? Das war einfach ein Meteorit, den Mohammed da in diese Kaaba reingelegt hat, damit die Muslime dazu bringt, Götzendienst zu machen. Hä? Also Omar sagt, ey, dieser Stein ist wertlos, Mann. Okay. Ja, okay. Du kannst ja gerne aufsteigen. Hast du das Internet da? Ja, aber spiel doch im Livestream. Ja, aber du hast doch bestimmt einen Laptop oder so ein Tablet oder was? Nee, wir sind hier nicht so modern hier im Haus. Ich hab nur hier meine Steinaxt und den Esel in der Garage. Ja, Esel in der Garage, sehr gut. Ich hoffe, dieser Esel hat 1000 PS. Guck mal hier, diese Praktiken wurden damals schon von den Muslimen getan. Hier, Sahih al-Bukhari 4376, Sahih Bukhari 4377, pass mal auf.
Dieses Steinküssen, Steinanbeten und Steinfetischismus ist eine Praktik der, der damaligen Leute, die das getan haben. Mohammed hat das einfach übernommen. Ich zitiere, wir pflegten Steine anzubeten und wenn wir einen besseren Stein als den ersten fanden, warfen wir den ersten weg und nahmen den letzteren. Aber wenn wir keinen Stein bekommen konnten, sammelten wir etwas Erde, das heißt Erde, und brachten dann ein Schaf herbei, melkten das Schaf darüber und führten den Tawaf darum. Tawaf war früher von Götzendienern. Was ist Tawaf machen? Umrunden, richtig? Siebenmal. Sehr gut, das ist also götzendienerische Praktiken, die Mohammed einfach in seine Religion eingeführt hat und die Muslime praktiziert einfach Götzendienst, Mann. Was hat dich eigentlich so, was hat dich eigentlich vom Islam so rausgebracht? Das sind einer vieler Punkte. Der Mohammed wurde von einem Juden verhext und stand unter Kontrolle von Satan, Mann. Allein das reicht ja schon aus, um den Islam zu disqualifizieren. Als eine vertrauenswürdige Quelle. Oh Mann. Ja. Geht da mal bulgarisch. Bitte? Ich muss ja das machen. Ja, manchmal ist das natürlich sehr, sehr schlimm. Okay, mein Lieber, Gott segne dich schon einfach. Leute. Ja, wo ist denn jetzt der andere hingegangen? Ja. Ihr seht also, ne, die Muslime praktizieren einfach nur das, was Mohammed als götzendienerische Praktiken schon vor der islamischen Zeit die Leute da getan haben. Den Tawaf, Steine anbeten, Stein umrunden, nichts anderes. Ist die, ja, was soll ich denn zu diesen Leuten noch sagen? Ist das Gehirn noch vorhanden? Sie haben das Internet zur Verfügung, ihre ganzen Internetseiten sind voll davon. Sie, wir prüfen das aus ihren eigenen Schriften und sie sagen trotzdem noch, nein, das stimmt alles nicht. Warum hast du den Islam verlassen? Ja, guck dir das mal an. Die Vorteile, die Kaka und Pipi von Imam und Schiuchs zu essen und zu trinken, das ist der Vorteil dann. Das ist unglaublich. Ich würde nicht sagen ungebildet. Die meisten Muslime haben schon eine gewisse Bildung, aber es ist Ignoranz. Danke. Es ist einfach nur Ignoranz. Gehirn ist offen. Ja, kann auch sein, ja. Dumm sind sie nicht. Also man kann nicht sagen, dass sie dumm sind. Einfach nur ignorant. Das ist das. Danke. Es gibt viele Muslime, die noch schlau sind. Aber ignorant. Ne? Das Herz lässt es nicht zu. Ne? Das ist das. Einseitige Bildung. Ja, ich weiß nicht, wie man sowas nennen kann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es natürlich sehr schrecklich mit anzusehen, wenn die ganzen... Dein Hund trinkt so laut. Der ist heftig, ey. Hallo. Hallo. Hi. Hallo, Bowser. Hallo, Samir. Wie geht's? Gut, gut. Bist du der Endgegner von Mario? Wer bin ich? Der Endgegner von Mario. Ja, der Endgegner von Mario. Ja, genau. Alles klar? Von wem bin ich der Endgegner? Von wem? Ja. Ich weiß nicht, kann ich dir nicht sagen. Was denkst du denn, von wem du denkst? Was meinst du, was ich denn den ganzen Tag hier mache? Vom Islam, meinst du? Ja, von Allah, ja. Mohammed und Islam. Ja, wieder, also guck mal, ich bin dieser heimische Zuhörer, wie du immer sagst. Ne? Ja. Wir hatten schon mal gesprochen, das ist aber schon lange her. Ja. Und ehrlich gesagt, guck mal, ich gucke mir gar nicht die Kommentare an, weil ich auch aufgeregt bin. Ne? Aber ich möchte dich echt ein paar Fragen, habe ich so. Ich bin so, ich bin als Muslim halt geboren. Und durch diese ganze, was du halt auch erzählst, was du halt zeigst und alles drum und dran, ich kontrolliere auch selber mal mit. Ja. Weil ich bin wirklich unsicher geworden. Ne? Ich liebe den Islam, also ne, so vorher, wie ich den kannte. Jetzt macht er mir echt, ich bin echt unsicher geworden, weißt du? Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, die beste Entscheidung deines Lebens wäre die Entscheidung für Jesus Christus, weil da machst du nichts verkehrt. Du folgst jemandem, der nie in seinem Leben gesündigt hat. Du folgst jemandem, der heilig war, gerecht, wundervoll und edel. Ein Charakter, den es nirgendwo gibt wie der von Jesus Christus. Er ist nämlich der allmächtige Gott, der ins Fleisch gekommen ist und das gesamte Gesetz perfekt erfüllt hat, ohne einmal zu sündigen.
der ewige Sohn Gottes. Du machst nichts verkehrt. Dieses sündlos, das ist einfach genial. Weißt du, wenn jemand sündlos ist, dann folgt man dem natürlich viel lieber. Natürlich. Ne? Und der war auch. Was nützt aber das denn, Bowser? Was nützt das denn, oh, danke dir, Toni. Was nützt das denn, was nützt das denn, wenn du einem Menschen folgst, wo du doch selber besser bist als er? Ist das dann ein Vorbild oder du kannst doch das Vorbild von ihm sein? Was nützt das denn? Ist das ein Vorbild dann? Nein. Nein, absolut eigentlich, nicht. Eigentlich sollte man ja den besten Vorbild nehmen. So. Ja. Würdest du ein Kind heiraten? Nein, um Gottes Willen. Nein. Ich habe selber drei Kinder. Würdest du anfangen, Dörfer auseinanderzunehmen, um die Frauen vor den gefangenen Männern zu verge... Du weißt schon. Nein, aber guck mal, Amir, die sagen doch immer, durch den Islam kam doch Frieden. Der hat das doch besser, weil die vorher irgendwie die Mädchen begraben worden sind und so, weißt du? Und so wie ich das halt mitbekomme, meine... Propaganda ist das. Die Mekkaner, in der mekkanischen Zeit, die Frauen waren total gleichberechtigt und hatten was zu sagen. Beispielsweise Khadija, die war eine mächtige Kauffrau und hatte Männer unter sich, die für sie gearbeitet haben. Wo ist da denn bitte, das ist alles Propaganda. Verstehst du das nicht? Die wollen versuchen, nicht Muslime reinzulegen. Ja, aber schon da an, von da an aus schon, von früher aus schon wollten die reinlegen. In eine Richtung führen oder wie die Leute? Natürlich, also wie Hadith ja. Und so. Nein, die Quraysh haben ihre Frauen als gleichberechtigt behandelt. Erst mit dem Wirken von Mohammed haben die Frauen ihre Rechte verloren. Da hat der Mohammed sie sogar als Halbhirne beleidigt und hat zu ihnen gesagt, ihr habt Mangel an Verstand. Das kann ich dir mal zeigen, was der Mohammed so alles sagt gegenüber den Frauen. Guck dir das mal bitte an. Eine Frau, die sich für den Islam entscheidet oder den Islam verteidigt, ist so in etwa, als würde ein Hühnchen bei KFC vor dem Laden stehen und sagen, KFC ist gut, KFC ist gesund, kommt und isst bei KFC. Verstehst du? Ist genauso bekloppt, Mann. Welches Hühnchen würde sich freiwillig zu KFC bekennen? Das ist in etwa genauso behämmert. Ich habe auch den Koran auch vor mir schon aufgeschlagen und alles, weißt du? Weil ich hab auch ein paar Fragen aufgeschrieben, damit ich die auch nicht vergesse, während wir reden. Weil das ist wichtig für mich. Da ist ein Mann aus England. Hast du das Video gesehen? Das war jetzt vor kurzem. Ist ein Mann aus England, der ist Theologe und der hat sich zum Islam bekannt. Ne? Ich war schon mehr so dran, so oh, Christentum ist bestimmt die Wahrheit und so. Und dann kommt der so und dann habe ich mir das Video reingezogen. Ich kann dir das gerne abspielen, aber ich denke mal, vielleicht kennst du das schon. Das hat auch voll 100.000 Aufrufe schon, ein paar Tage schon gemacht. Ich weiß schon, ob du das. Ja, der sagt irgendwie, dass Jesus halt, oder die Jünger Jesus beispielsweise, die vier Evangelien, die haben das erst als Jesus als Gott gemacht, sozusagen. Also früher er nicht. Aber das kam erst später mit den vier Evangelien. Kam das ja, erst. Wir haben außerbiblische Beweise, Historiker, die das eindeutig beweisen. Beispielsweise Tacitus oder auch Josephus Flavius, die genau diese Begebenheit schreiben, wenn man überhaupt Jesus Christus einen Menschen nennen kann. Das heißt, unabhängig davon, ob es in den Evangelien steht oder nicht, wir sehen also, dass außerbiblische Beweise, Historiker das eindeutig bezeugen, dass die Christen Jesus Christus als Gott gesehen haben und dass er Wunder vollbracht hat und alles Mögliche. Allein das ist schon ein riesen, riesen Zeugnis. Verstehst du? Ich habe mir auch gestern den Imam TV reingezogen, ein bisschen. So, der hat einen Christen irgendwie was gefragt. Der hat ihn gefragt, so von wegen, ob die Jünger das gewusst haben, dass der Gott wäre. Ne? Oder. Hast du die Bibel gerade zur Hand? Die Bibel leider nicht. Ich habe mir die noch nicht geholt, weil ich habe erstmal nur die Koran. Ich gucke mir. Merke mal bitte die Stelle Johannes 20, 28 und Matthäus 14, 33. Wenn also die Jünger nicht erkannt hätten, dass Jesus Christus Gott ist, sie würden sich doch niemals anbeten vor ihm niederschmeißen. Ich lese dir das mal vor. Guck dir das mal bitte an. Das heißt, wenn also die Jünger sich anbeten vor ihm niederschmeißen und der Herr Jesus Christus die Gebete annimmt, wer ist denn Jesus? Ja, dann müsste der ja theoretisch Gott sein. Aber der hat irgendwas mit Thomas gesagt. Seitdem Thomas da war und ihn erkannt hatte, also der andere Christ, weißt du? Und dann haben die erst erfahren, dass der auch Gott ist und so, weißt du?
erst zu diesem Zeitpunkt. Aber vorher haben die nicht erkannt, wo der kam beispielsweise. Genau, der Thomas war der Einzige, der nicht geglaubt hat, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist, weil er ihnen noch nicht begegnet ist. Und dann hat er zu ihm gesagt, Thomas, komm her und glaube, dass ich es bin. Und da hat der Herr Jesus gesagt, leg deine Finger an meine Seite und glaube, dass ich es bin. Und dann hat er das getan und er ist anbetend vor ihm niedergefallen und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Und dann sagt der Pier Vogel auf einmal in diesem Moment, sagt er, der meint nicht mein Herr und mein Gott, der war einfach nur erstaunt. Der meint, oh mein Gott. Das ist ein Tusch und Lügner. Als wäre das einem Juden der damaligen Zeit einfach erlaubt, den Namen Gottes einfach so auszusprechen, wenn man nicht auch Gott meint. Das ist Gotteslästerung, einfach zu sagen, mein Gott, sowas kannten die auch gar nicht. Verstehst du? Ja. Aber du musst dir mal vorstellen, mit was für einer ekelhaften, widerwärtigen, perversen Art er an die Bibel rangeht, nur um die Gottheit des Herrn Jesus Christus irgendwie runterzubuttern. Ne? Guck mal hier, ich lese dir das mal vor. Ab Vers 28, Matthäus 14, 28, merkt euch das bitte. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir so zu dir, dass ich auf das Wasser zu dir kommen kann. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf den Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und deswegen müssen wir an der Stelle sagen, ihr Lieben, zweifelt niemals an der Gnade des Herrn Jesus Christus. Er ist gekommen, um uns Rettung zu bringen. Und lasst euch niemals von Satan irgendwas einflüstern, dass Jesus Christus das nicht getan hätte. Er ist gekommen, hat es vollbracht und jeder, der daran glaubt, soll selig werden. Amen. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die, in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wenn also Jesus Christus nicht Gott wäre, müsste er sagen, ey, das, was ihr macht, ist Anbetung, ich bin nicht Gott. Sie warfen sich anbetend vor ihm nieder. Wenn jemand sich anbetend vor dir niederwerft, würdest du sagen, ja genau, mach mal weiter, bete mich mal an? Nein, Quatsch. Oder würdest du sagen, ey, bete Gott, aber es betest du mich, ich bin ein Mensch. Ja, da muss ja aufklären, sozusagen, weißt du, da muss ja... Und jetzt guckt ihr, hat Jesus Christus reagiert oder hat er die Gebete angenommen? Der hat die Gebete, weiß ich nicht, angenommen. Ja, natürlich. Okay. Er hat also empfangen. Er hat nicht gesagt, hey, hör auf, mich anzubeten, ihr sollt nur Gott anbeten. Guck mal hier. So gelassen dann. Ja, genau, jetzt pass mal auf, wie die Engel reagieren, als jemand sich vor die Engel niederwerfen will. Guck mal hier. Offenbarung 19,13 müsste es sein. Und ich sah in den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reinen Leinwand und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit die Heidenvölker mit ihm schlage und er wird sie mit eisernem Stab Gottes Allmächtigen und trägt den Gewand einen Moment. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mir mit lauter Stimme und sprach zu allen Führern in der Mitte der Himmel, Mal des Grundes verzeichnet, König verzehren. Und ich sah das Tier und ergriffen und probieren, Mahlzeichen. Warte mal, es sind ein paar Verse vorher. Ich hörte zu, also ich möchte ja lernen. Also. Ja, ich will nur den Vers finden, als die sich vor dem Engel niederwarfen. Der Engel gesagt hat, nicht mich anbeten, sondern den Herrn anbeten. Offenbarung 19,10, ja. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Da. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und jetzt der Engel. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Und du siehst, dass die Engel sagen, ey, hör auf, mich anzubeten, sobald du sich anbeten zu ihm niederwerfst. Verstehst du? Und Jesus Christus hat es empfangen. Das ist der himmelweite Unterschied. Ich weiß nicht, das fällt mir einfach so schwer. Das ist, weil ich bin ja schon Muslim geboren und lebe damit, aber ich habe mich selber nie damit
beschäftigt, weißt du? Seitdem du halt das machst, so, ich habe mir jetzt angefangen, auch Tafsire durch bei sunnah.com, wie du immer gesagt hast, ne? Da sind die Hadith. Und den Koran fange ich auch an, also ich habe ein bisschen schon gelesen, aber wo findest du denn diese ganzen, wenn du im Koran was siehst, ne? Die Tafsire dazu? Die Erklärung dafür, gibt es irgendwie so eine Seite extra? Ja, natürlich, natürlich. Du kannst einfach auf Google eingeben, Tafsir Ibn Kathir, und dann siehst du auf einmal, wie die ganzen Tafsire dann aufkommen. Einfach auch den Vers direkt nennen, dann bist du schon direkt da. Du musst halt nur wissen, wie du mit dem Internet umzugehen hast, dann kannst du schon alles finden. Okay, warte ganz kurz, ich stell mir, wie kann ich den Koran mit Tafsir, das habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, Amir, ich gucke die so lange, ich will die ganze Zeit rein, aber ich habe mich nicht getraut. Ja, das ist doch kein Zufall, dass du mir die ganze Zeit zuguckst und sie selber Gedanken machst und sagst, ja, der hat recht. Alles, was er zeigt, fühlt mich selber in. Amir, bei der Arbeit, ich bin Getränkemarkthändler, ich habe Getränke, ich höre mir Stöpsel im Ohr, ich habe ganzen Tag, ey, das ist... Nur weil ich lernen will, dann gucke ich auch selber nach. Stimmt das, was der da sagt? Stimmt das, was der da sagt? Auch der Reza, von ihm habe ich auch wirklich sehr... Ich stelle mich ins Internet und laber einfach einen Schrott. Nein, hier, da steht's doch. Beispielsweise, da haben wir ja den größten Munafik hier in TikTok. Der wirft mir vor, dass ich gesagt hätte, dass... Also der sagt, dass Abu Bakr zum Beispiel niemals Aisha so weggeboxt hat. Guck mal hier, was hier steht. Das ist krass. Und dann sehen wir auf einmal, dass er einen ganz anderen Hadith benutzt und nicht auf den Hadith eingeht, wo der Abu Bakr ist. Ah, ich habe mit hier Dings, du weißt schon. Sahih Bukhari 6845. Sahih Bukhari 6845. Und hier heißt es. So. Abu Bakr kam auf mich zu und mir heftig mit der Faust und sagte, du hast die Leute wegen deiner Halskette aufgehalten, doch ich blieb regungslos, als wäre ich tot, aus Angst den Gesandten Allahs aufzuwecken, obwohl der Schlag sehr schmerzhaft war. Du musst dir mal vorstellen, der Vater von dieser Aisha haut dieses kleine Kind so voll eine rein und die liegt da einfach so bewusstlos und sagt nichts, weil die den Gesandten Allahs nicht aufwecken will. Und die sagt dann, dieser Schlag war so schmerzhaft. Verstehst du? Sind das Vorbilder? Guck mal hier, der Erste, der schreibt, Ami, du hast das falsch verstanden. Ich lese es dir vor, was die Muslime übersetzen. Ich habe den arabischen Text ja hier auch vor mir. Abu Bakr came towards me and struck me violently with his fist and said, you have detained the people because of your necklace. But I remained motionless as if I was dead, lest I should awake Allah's messenger. Also, that hit was very painful. Siehst du? Eindeutig. Violently. Also, gewaltsam. Wahnsinn, aber ich weiß nicht, man sagt doch, ja, das Paradies liegt unter den Füßen der Mutter und dies und das, weißt du? So diese schönen Sätze. Deswegen verstehe ich nicht, wie können denn solche Dings rauskommen? Ja, unter den Füßen, okay, das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Du siehst, auf einmal sagt der Mohammed, beispielsweise hier in diesen ganzen Hadithen, guck mal hier, dass die Muslime so halb, weißt du, mit halben, so, ne? Wahnsinn. Hier, beispielsweise das hier. Abu Sa'id al-Khudri berichtete, der Prophet sagte, ist die Aussage einer Frau nicht halb so viel wert wie die eines Mannes? Die Frau sagte, ja. Er sagte, das liegt an der Unzulänglichkeit des weiblichen Geistes. Also die Frauen sind einfach nur so dumm. Sahih Bukhari, Band 3, Buch 48, Hadith 826. Und dann heißt es weiter in Sahih Muslim, Buch 1, Hadith 142, ihr Frauen, ihr solltet um Vergebung bitten, denn ich sah euch in der großen Zahl unter den Höllenbewohnern. Eine weise Frau sagte, warum Allahs Gesandter? Stellen die Frauen denn den größten Teil der Höllenbewohner? Der Prophet bemerkte, ihr flucht zu viel und ihr seid euren Ehepartnern undankbar. Euch fehlt der gesunde Menschenverstand. Ihr versagt in der Religion und raubt den Weisen ihre Weisheit. Daraufhin meinte die Frau, was ist falsch an unserem gesunden Menschenverstand? Der Prophet antwortete, euer Mangel an gesundem Menschenverstand lässt sich daran erkennen, dass die Aussage zweier Frauen der eines Mannes gleichkommt. Das ist ein Beweis. Schau dir das mal an.
Ja, das ist traurig. Ja. Scheiße. Du hast ja alles durchgelesen, ne? Wo du selber pisst wurdest. Ja. Wie hast du dich denn getraut zu sagen, ey, weil du kennst doch den Schirk, der macht einen wahnsinnig. Ich will ja keinen Fehler machen. Ich habe Kinder. Weißt du, wenn ich mich jetzt für eine Seite zum Beispiel entscheide oder sage ich mal, ne, die Wahrheit, sage ich mal, finde für mich, so ist klar, dass die Kinder ja mitziehen. So, dann habe ich ja Angst, die Kinder vor den Kindern gehen ja auch mit in die Richtung. So, das heißt, eine Richtung von mir ist jetzt wirklich wichtig, ob ich in die Richtung gehe oder in die Richtung. Und das macht mir halt Angst, dass ich die falsche Falsche entscheide und dann die ganzen Kinder, Enkelkinder und wer weiß noch. Willst du deinen Kindern beibringen, dass ihnen ein Himmelreich versprochen wird, wo der Allah ihnen den PNS so groß und so dick macht wie eine Palme und sie damit beschäftigt sind, Jungfernhäutchen, du weißt schon? Aber meinst du vielleicht nicht solche Sätze, also solche Hadithe, dass diese Leute den vielleicht nicht gemocht haben oder so, dass sie extra das da reingeschrieben haben? Das steht im Koran in Sure 56, Vers 38, dass die Muslime 100... Ich mach mir das mal. Welche war es? 56? 38, ne? 56, Vers 38, dazu den Tafsir von Ibn Kathir. Das kann ich dir auch vorlesen. Ja, das müsstest du eben machen mit dem Tafsir, weil ich habe jetzt... Warte. Ich weiß, du weißt ja gar nicht, wo du suchen sollst. Ne? Die Muslime verstecken ja alles vor den Leuten. Ne? 56, Entschuldigung, 56 oder 54? Nein, 56, 38, das kann man sich gut merken. Ja, 56, 38. So. Das ist ein sehr, sehr langer Tafsir. Und hier heißt es... ich gehe mal zu dem besagten Punkt. 38, okay, da habe ich es. Dies sind eine große Schar der Früheren und eine große Schar der Späteren und die zur Linken. Was wisst ihr von denen, die zur linken Seite sein werden? Jetzt bin ich schon bei 41. Sie werden inmitten von glühender Winden und sinnenden Wasser sein. Ist das das? Nee, das Problem ist, der Ibn Kathir interpretiert das ab Vers, ab Vers... Das Problem hatte ich manchmal, wenn du einen Koranvers gesagt hast und das stand gar nicht so. Da stand ein Vers danach oder ein Vers davor. Du musst immer gucken, manchmal ist das so bei dir eingefügt, bei den anderen ist das dann ein Vers vorher oder ein Vers danach. Ich will das mal kurz vorlesen, guck mal hier. Ich hab schon gedacht, da mir schmeißt mich, kick mich direkt raus und so. Ich so, bitte, lass, ey, ich war so aufgeregt, so lass mich nicht direkt. Nein, um Gottes Willen, Mann. Die kommen ja manchmal hier rein, du siehst ja, die beleidigen mich sofort, trollen einfach nur rum. Ja, was soll ich denn mit sowas? Nein, das ist nicht okay. Aber von Reis habe ich wirklich auch sehr viel gelernt. Also, mich hat immer die von der Sünde, wenn er erzählt, ne, wie die Sünde gekommen ist, und da höre ich immer ganz genau zu. Ja, sehr gut. Aber weißt du noch, wo Pierre Vogel das angefangen hat, ganz vor 15 Jahren oder 16 Jahren, wo er angefangen hat, hier Dauer zu machen, wie viele Leute auch damit gegangen sind. So habe ich das Gefühl, ist das jetzt bei dir auch. Du bist auch so der Erste gewesen, sag ich mal, der erste Ex-Muslim. Und jetzt hören dir auch viele zu und so, weißt du, was ich meine? Das ist ja wundervoll, da hat der Herr das alles eingerichtet. Guck mal hier. Wahrlich, wir haben sie erschaffen, meinte die Jungfrauen des Paradieses, obwohl sie nicht direkt erwähnt wurden, aber Ubaida sagte, dass sie zuvor in Allahs Aussagen erwähnt wurden. Und Hur, schöne Frauen mit großen, schönen Augen, wie konservierte Perlen, daher Allahs Aussage, wahrlich, wir haben sie erschaffen, das heißt, im anderen Leben, nachdem sie in diesem Leben alt geworden waren, wurden sie als Jungfrauen jugendliche Wesen mit herrlichen Leidenschaft für ihre Ehemänner schön, freundlich und fröhlich zurückgebracht. Abu Dawud At-Tayalisi berichtete, dass Anas sagte, der Gesandte Allahs habe gesagt, im Paradies wird dem Gläubigen diese und jede Kraft für Frauen gegeben. Anas sagte, ich fragte, o Gesandte Allahs, wird jemand dazu in der Lage sein? Er sagte, ihm wird die Kraft von 100 Männern gegeben. At-Tirmidhi hat dies ebenfalls aufgezeichnet und gesagt, sei Gharib. Abu al-Qasim al-Tabarani hat aufgezeichnet, dass Abu Huraira sagte, der Gesandte Allahs sei gefragt worden, o Gesandte Allahs, werden wir im Paradies Verkehr mit unseren Frauen haben? Er sagte, der Mann wird in der Lage sein, an einem Tag
Verkehr mit 100 Jungfrauen zu haben. Das ist krank. Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Mahdi, sie sagte, meiner Ansicht nach erfüllt dieser Hadith die Kriterien des Sahih und Allah weiß es am besten. Heftig, ne? Warum? 100 Männern bekommen, 100 Jungfrauen wegzudonnern. Jetzt geh mal und sag deinen Kindern, was sie im Himmelreich erwartet. Wenn die nicht sagen, ey, Papa, ich glaube, dieses Himmelreich ist kein schönes Himmelreich, Papa. Das ist ein... Ich kann dir das ja noch nicht mal erklären, sagen, weil ich mich ja selber schäme so. Nicht nur das, stell mal vor, du müsstest denen sagen, Gott hat uns so ein Paradies versprochen. Jetzt gehen wir zu anderen Leuten hin und sag mal, Gott verspricht uns sowas im Paradies. Die würden sagen, das ist der Teufel. Die würden sagen, das ist der Teufel, der dich gerade versucht und dich lockt mit sowas. So mit Sünden lockt so etwas. Hm. Ja, genau. Hm. Boah, ist doch scheiße, ist doch so sowas, ey. Kann das sein? Was war denn vor islamischer Zeit da? Wie meinst du, was war vor was haben die an was haben die geglaubt? An genau das, was ein Mohammed da jetzt immer noch glaubt, an götzendienerische Praktiken. Allah war dieser Hauptgott, Hauptgötze von den 360 Götzen in der Kaaba und der Mohammed hat alle zerschlagen und hat einfach den Hauptgott Allah gelassen, diesen Hubal. Du musst einfach mal eingeben vor islamische Gottheiten, dann siehst du auf einmal, dass Allah drei Töchter hatte und genau, diese... Genau, das hab ich ja gemacht, weil du hast gesagt, dass habe ich das mal eingegeben, habe ich gesehen, irgendwie drei Götter, was mich interessiert hat, dieses Allah, dieses, was er nicht zerstört hat. Ja, genau. So hieß er sein Vater irgendwie, ne? Abdullah, ne? Ja, genau, sein Vater hieß Abdullah. Aber der Mohammed kannte ja gar nicht Allah. So sagen die Muslime. Aber warum hieß denn der Vater denn Abdullah? Also die wurden ja nach den Namen ihrer Götzen benannt. Abdullah, Abdelmanat, Abdel-Uzza, Abdellat, verstehst du? Und Abdullah war der Hauptgott Götze dieser Quraysh. Und Mohammed hat einfach nur Allah gelassen und alle anderen zerschlagen. Und selbst da beschwert sich sogar noch Allah in Sure 53, Vers 19 bis 23, dass ihm Töchter zugeschrieben werden anstatt Söhne. Hast du schon mal von einem Gott gehört, der sich beschwert darüber, dass Muslime ihm Töchter zuschreiben anstatt Söhne? Oh, das ist eine unbillige Verteilung, sagte Allah. Was ist so scheiße? Ja? Ich verstehe. Ich bin echt traurig darüber, Amir. Ja. Weil ich habe wirklich 10 Jahre habe ich mir Masterclass reingezogen. Ich habe mir jetzt auch mit Masterclass die Sache da, ne, auch übel, dass er da mit den Salafisten und was er da erzählt. Er hat das ganze Partner aus zum Einsturz gebracht. Ne? Alle haben sich gedacht, oh, ein cooler Bruder und der ist auf unserer Linie. Auf einmal sagt er den Leuten an das, was die Salafis da glauben, an diesen Hindu-Gott, also wenn die Beschreibung von Allah gleich dem eines Monsters, verstehst du, dass er so zwei rechte Hände hat, dass er so ein wolliges Kopf hat, so ein Lächeln, dass der einen Fuß hat, ein Schienbein hat, einen grünen Anzug. Und das hört sich sehr, sehr schrecklich an. Sehr, sehr komisch an. So, dieses Schienbein sagst du ja auch oft. Also höre ich auch oft, dass du das sagst. Verstehe ich nicht. Wieso vor Schienbein? Ja, weil Allah sagt in Sura 68, Vers 42, dass die Muslime sich anbeten vor seinem Schienbein niederwerfen sollen. Ja, aber ein paar Muslime haben ja auch gesagt, kann das nicht metaphorisch sein und so, weißt du, so halt nicht wirklich körperlich, sondern halt nur im Gedanken, so, weißt du, diese Stärke, dass man so zeigt. Nein, das ist nicht metaphorisch gemeint, weil der Allah im Hadith Sahih Bukhari 4919 und Sahih Bukhari 7439 das erklärt. Der sagt, ihr werdet Allah anhand des Schienbeins erkennen, also es muss irgendeine physische Form sein, womit sich Allah zeigt. Und sie müssen ihn erkennen daran. Weil die sind erstmal verwundert und sagen, nee, du bist nicht unser Herr. Dann sagt Allah, doch, ich bin euer Herr. Und dann fragen die nach einem Zeichen. Dann sagt der Allah, dann entblößt er sein Schienbein und die Muslime werden sich anbeten vor dem Schienbein niederwerfen, weil die das Schienbein erkennen. Ich frage mich, wann die das Schienbein von Allah denn gesehen haben. Verstehst du? Ja, das ist echt. Auch mit dem Zeichen, also mit dem Allah-Zeichen, wo du das erklärt hast, weißt du, wie so Schlange und so, ey, ich habe meinen iranischen Kollegen das gezeigt, ne? Der ist eigentlich nicht so gläubig und so, der hat eigentlich nichts, aber das hat ihn echt verwundert. Der, was ist das denn? Das war echt. Und das passt auch perfekt zu der Beschreibung, die Allah sich selbst gibt, ne? Al-Makir.
Der Betrüger, der Listenschmied. Und dann siehst du auf einmal in 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1, dass die Schlange die listigste war auf dem Felde. Und du siehst ja, die Schlange, wie die sich windet. Und genauso windet sich Allah auch. Der Betrüger. Du kannst mal das Wort Makir, ich habe das auch gemacht in Al-Ma'ani. Das ist ein arabisches Wörterbuch. Kannst du mal hier auf auf Koran.com gehen. Und dann gehst du auf Sure 3, Vers 54. Ja. Ja. Okay. Und dann siehst du, hast du hier so ein Trans. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Guck mal hier, da kannst du das so eingeben, da hörst du das. Guck mal. Al-Makirin. Al-Makirin. Al-Makir, das ist. Hier, die arabischen Christen können das bestätigen. Das ist ein negatives Wort, das für Satan benutzt wird. Al-Makirin. Al-Makirin. Ja. Oh, Makaru, wow, Makara, Allahu Khairul Makirin. Siehst du? Khairu. Khairu. ومكروا ومكر الله الله خير ال... والله والله خير خير, خير الماكرين المكروني. Jetzt kopieren wir das Ganze, fügen das bei Google ein und dann siehst du auf einmal hier Al-Ma'ani. Was sagt uns Al-Ma'ani? Bedeutung, listig, listig, listig. Und wie übersetzen die Muslime das? Ränkenschmied, Planer, heftig. Hier, lernen, schurkisch, fuchsig, fuchsartig, Bosheit, bösartig, Betrug, Täuschung. Das ist das Eigenschaft von Gott. Krass. Das ist krank, Mann. Taschenspielertricks. Blechschmied. Das ist heftig, Mann. Was dieses arabische, hier, die Intriganten, ein Wort, dessen Ursprung das Substantiv Makir in der männlichen Pluralform, seine Wurzel Makir, sein Stamm Makir und seine Syntax Al-Makir plus Jan ist. Heftig, ne? Listig, 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 Täuschung und. Also sehr, sehr schlimm. Gab es denn früher auch immer so, also so sag ich mal, jetzt sag ich nicht Ex-Muslime, aber die dagegen gesprochen haben, weil da ist ja seit 1400 Jahren geht das, konnte keiner da wirklich mal, weißt du, so ein Zeichen setzen, ey, das ist so, wie ich das sage und liest euch das selber durch und so, dass der Muslim selber sagt, boah, echt, das ist echt krass. Ja. Weißt du, ich meine? Ja, viele Muslime machen sich Gedanken darüber. Was meinst du, wenn Muslime die Möglichkeit hätten, ganz frei zu äußern, was sie über den Islam halten, ohne dabei so Konsequenzen zu erleiden, beispielsweise Nackentherapie oder dass sie in die Ewigkeit geschickt werden, einfach ihnen die Möglichkeit geben, frei rauszusagen, was sie von dem Islam halten und wie viele Leute die Wahrheit sagen könnten über den Islam, ohne dabei Konsequenzen zu ertragen. Was meinst du, wie Leute Videos drehen würden? Bitte? In islamischen Ländern, meinst du, oder hier? Ja, genau, in den islamischen Ländern verlassen ja zig Millionen von Muslimen den Islam. Nur hier siehst du auf einmal, dass die hier Nicht-Muslime betrogen und belogen werden und mit ihnen Taqiyya praktiziert wird, die Vortäuschung. Mhm. Ja, genau, das Internet ist der Sargnagel für den Islam. Das war's. Sie stellen ja alles zur Verfügung. Du musst also wirklich verrückt sein, nicht das zu erkennen. Ihre ganzen Internetseiten sind ja auf. Ja, ich guck mir echt so viele Videos von dir auch, von den arabischen Gelehrten, wie die da reden und alles, alles, alles. Aber ich wollte noch eins sagen, mit Ahmed Dedat und, wie heißt das, Schrosch? Ahmed Dedat hat auch schon gut gelegt, ja, weil du immer sagst, der andere hat gewonnen. Ich finde, der Ahmed Dedat hat auch schon gut geredet. Ja, das war der Top-Debattierer, wo die Muslime halt heute seine Argumente übernehmen. Alles, was du so dort von Ahmad Dedat siehst, haben die Muslime 1:1 einfach nur übernommen. Ich bin wahrscheinlich so wie du. Ich gucke mir auch sehr viele Debatten und alles drum und dran an. Da bin ich mal auf der Seite, boah, da hat er recht, boah, dann sage ich, nee, aber guck mal, der hat ja das gesagt, das stimmt ja auch. Und boah, da werde ich wieder unsicher. Ich habe einfach Angst, eine Entscheidung zu treffen. Ganz einfach. Wenn du dich für Jesus Christus entscheidest, mein Lieber, das weißt du auch ganz genau. Aber Jesus Christus ist das bessere Vorbild. Ja, natürlich, wenn der Herr Jesus Christus selber sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Damit hat er den Juden zu verstehen gegeben, ich bin euer Gott. Und die Reaktion war ja heftig, als er gesagt hat, ehe Abraham wart, bin ich. Was, du bist nicht mal 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Und dann hat er zu ihm gesagt, ehe Abraham wart, bin ich.
Da hoben die Leute Stein auf, um ihn zu steinigen. Beswitterung. Wegen Gotteslästerung wollten die dann umbringen. Also haben die dann umgebracht. Die ganze Zeit. Und dann siehst du auf einmal in Markus 14,61. Warte, ich zeig dir das. Markus 14,61. Ich bin der Weg und die Wahrheit, niemand kommt. Ja, das ist Johannes 14,6. Also. Da, wo der Herr Jesus Christus ihnen sagt, dass er der hochgelobte Sohn Gottes ist, der Messias, und ihnen damit sagen will, dass er eigentlich Yahweh ist, der auf Wolken kommen wird, ne? Der zur Rechten der Majestät sitzt. Damit wird er seinen Ehrentitel zeigen. Was der Psalmist David sagt: Der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten und ich werde deine Feinde vor deinen Füßen zum Schemel legen. Ne? Sinngemäß. Guck hier. Ja. Das Gespräch zwischen Jesus und dem Hohepriester. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester und sagte zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Verstehst du? Sie wussten ganz genau, der Sohn Gottes wird kommen. Jesus aber sprach: Ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und jetzt die Reaktion des Hohepriesters, weil er kennt ja die Schriften aus dem Alten Testament, das Buch Daniel, Kapitel 7, Vers 14. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sagte: Was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage. Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Für dich, mich und die gesamte Menschheit. Wahnsinn, ne? Ja, das ist echt Wahnsinn. Da auch der, Film, wo ich gesehen habe, Alter, war so traurig, ne? Boah. Das war echt. Aber ich verstehe das nicht mit dem, zum Beispiel, wenn... Du sagst ja, Jesus wurde jetzt hier geboren oder kam hier selber zur Welt, ne? Als Gott. Gab es dann noch eine Person, also wenn Jesus jetzt hier war auf der Welt, gab es dann trotzdem noch einen Gott im Himmel oder war der Gott dann weg vom Himmel und war dann auf der Erde? Weißt du, ich meine? Nein, der Vater blieb im Himmel und der Sohn Gottes hat sich losgelöst. Der Vater blieb im Himmel, der Sohn Gottes kam auf die Erde als ein sterbliches Wesen. Hat sich dem Vater... Trotzdem noch ein Gott im Himmel dann, obwohl er hier war. Wir glauben an einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Sohn Gottes hat sich losgelöst und kam als menschliches Wesen auf die Erde. Der Retter wurde geboren. Jesaja 43, 11. Es gibt keinen Retter außer Gott selber. Und dann siehst du, dass der Sohn des Menschen, der ja der Retter ist, der Messias, geboren wurde in... Matthäus Kapitel 2, Vers 11. Der wurde ja reingeboren, okay. Also es gab trotzdem einen Gott, also in dem Himmelreich. Dann gab es auch einen Gott hier auf der Erde. Ne? Auf der Erde ist er Mensch geworden und der Vater blieb im Himmel. Der Sohn wurde Mensch, der Vater blieb im Himmel. So musst du dir das vorstellen. Also der Vater war... Da waren aber in dem Moment zwei Götter, oder? Nein, zwei Götter. Ein Teil Gottes hat sich losgelöst, und zwar der Sohn. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Der Sohn Gottes wurde Mensch. Gott, der Sohn, wurde Mensch. Der Vater blieb in der Herrlichkeit zurück. Und deswegen... Wo der Jesus jetzt, jetzt gestorben ist, dann ist er zu seinem Vater hochgegangen. Wieder zurückgekehrt zur Heiligkeit, genau. Ich fahre auf zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Weil er Mensch wurde, hat er sich dem Vater zum Gott genommen. Aber der Vater redet auch den Sohn mit Gott an. Guck mal hier, Hebräer Kapitel 1, Vers 1 bis 12. Guck hier. Der Vater redet den Sohn mit Gott an. Guck dir das mal an. Guck mal, wie der Hebräerbrief, der Schreiber des Hebräerbriefs, uns das mitgibt. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Durch den Sohn Gottes hat er alles geschaffen. Du weißt ja, nur Gott allein ist ja der Schöpfer. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel. Genau, was die Zeugen Jehovas zuhören müssen. Die Zeugen Jehovas müssen genau zuhören.
Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Engel, beten Engel an, Zeugen Jehova. Da muss man sich, muss man ein bisschen Gehirn anmachen. Von den Engeln zwar sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, dein Thron, oh Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, oh Gott, der Vater, dein Gott gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Und du, o Herr, hast im Anfang der Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Amen. Wundervoll, ne? Der Herr Jesus Christus ist ewig. Der ewige Sohn Gottes. Also das heißt, dann sind oben zwei, also sag ich mal, oben sind dann zwei Personen, ich sag mal Personen jetzt, ja? Ja. Wenn wir sterben, wir gehen dann hoch, dann sind da zwei Personen, also einmal der Sohn und einmal der Vater. Nein, der Heilige Geist ist auch da. Drei Hypostasen innerhalb des einen Gottes. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Den Heiligen Geist darfst du nicht vergessen. Also drei dann, drei sind dann oben. Drei ergeben eins, das heißt auch hier in 1. Johannes 5, 7, ich lese es dir vor. Also im Gedanken eins, aber trotzdem sage ich mal jetzt, ich sage Personen jetzt, weil sie ich jetzt... Selben, sie haben alle denselben Willen, in einem Wesen teilen sie sich. Genau, 1. Johannes 5, 7, gucken wir das mal an, ich lese das mal vor. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Der Vater ist der Vater, das Wort ist der Herr Jesus und der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Verstehst du? Und er und drei, da heißt es im gleichnamigen Kapitel, in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns Verständnis zu geben, den Wahrhaftigen zu erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Der Herr Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Amen. Sehr gut. Oh, Amen. Jetzt fehlt nur noch eine Entscheidung. Jetzt wird nur noch eine Entscheidung, ja. Eine Entscheidung muss her, Bowser. Ja, es muss. Ich komme ja selber aus dem... Bei radikalen Formen. Entweder entscheidest du dich gegen ihn oder für ihn. Aber der Herr Jesus Christus ist gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen und nicht die, die sich für gerecht genug halten. Wenn du dich also für gerecht genug hältst, brauchst du Jesus Christus nicht. Wenn du aber eine Sünde in deinem Leben getan hast, bist du schuldig und du brauchst Jesus Christus. Und ich glaube, du hast gesündigt in deinem Leben. Wir haben alle, glaube ich, gesündigt. Also wir sind nicht frei vom Sünden. Ohne Jesus Christus hat keiner Schuld auf hat keiner Vergebung auf seine Schuld. Er allein ist fähig, unsere Schuld zu tragen. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe schenken. Amen. Danke, danke. Aber das ganze Fasten, ganze Sekka, alles nur gespielt, nur um politische Führung zu... Das hat alles Mohammed von den ganzen Heiden einfach in seine neue Religion eingeführt. Das war's. Mehr ist es gar nicht. Danke. Hast du ja gesehen, was ich gerade vorgelesen habe? Wir haben Steine gesucht und sie angebetet, haben den Tawaf um die Steine gemacht und haben einfach Steine gesucht, einen schöneren als den anderen, haben uns davor niedergeworfen. Und was machen Muslime? Genau das Gleiche, was die vorher getan haben. Heftig! Das kannst du gar nicht, das ist ein götzendienerischer Kult, Mann. Das hat mal ein habe ich mal im Fernsehen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein, wie heißen die schlimme Sachen machen in Dingsländern, in islamischen, wie heißen diese Leute? Daulat al-Islam, also die Leute des islamischen Staates. Ja, genau, yes, ja, das meine ich. Ja, das sind richtige Muslime. Die Leute, die da hingehen, mal alle weg-Dings machen, ne? Sag ich mal, kaputt machen, weil die den in die Richtung beten, den Stein anbeten. Das haben die auch mal gesagt. Kaaba zerstören oder was, ne? Die wollten ganz Saudi-Arabien auseinandernehmen, ne? Ja. Das ist heftig. Auch mit dem ganzen Schiitentum, Sunna, Sunniten,
Alles, was es so gibt, ey, das ist ja Wahnsinn, ey. Das ist ja. Ja, die wollen den Tagut da in Saudi-Arabien beseitigen, ne, aus ihrer Sicht, den Unterdrücker des Staates und dann Scharia einsetzen, und zwar nach dem Muster des Kalifats. Das ist das Heftige. Aber egal, für was ich mich auch entscheiden würde, wäre falsch. Ob ich mich dafür entscheide oder für Sunniten oder für Schiiten oder für, egal was, wäre immer falsch. Wäre immer dagegen. Komm zum Glauben an den Herrn Jesus Christus und lass Religion beiseite. Jesus Christus ist weitaus mehr als eine Religion. Er kam in das Seine, doch das Seine hat ihn nicht erkannt. Sei du wenigstens schlau und erkenne Jesus, dass er für deine Schuld bezahlt hat. Du kannst das nicht selber alleine schaffen. Du kannst aus guten Werken, kannst du dir nicht das Himmelreich verdienen. Und so sagt es auch Mohammed. Keiner wird das Paradies betreten auf wegen seinen guten Taten. Die Muslime sagen ja, das ist ein Grund, dass Allah mit dir barmherzig ist, aber das ist Quatsch. Allein das reicht ja schon aus, um den Islam zu disqualifizieren. Weil wir haben den Hadith aus Sahih Muslim 2662c. Als ein kleines, unschuldiges Kind gestorben ist und das Alter der Sünde noch nicht erreicht hat oder wo man sündigen kann. Da sagt Mohammed, ja, wir wissen nicht, ob das Kind gerettet ist oder nicht. Also wir wissen nicht, ob dein Kind, das noch nie gesündigt hat, gerettet ist. Was ist das für eine Aussage, Mann? Ja, ich habe auch gehört, bis es Alters hat, dieses Alter, ne, ist auf jeden Fall errettet. Das habe ich jetzt gehört, weißt du? Ja, und denn das im Hadith heißt es, dass das Kind noch niemals gesündigt hat. Würdest du jemals zu einem Vater gehen, dessen zweijähriges Kind, der gerade am Begraben ist, oder einjähriges Kind, das noch niemals gesündigt hat, und dann sagst du ihm, ja, es tut mir leid, ich muss dir sagen, dass eventuell Allah ihn in die Hölle schmeißt. Was ist das denn bitte, Mann? Wahnsinn. Ja, natürlich ist das Wahnsinn. Und da siehst du, dass der Herr sagt, lasse die Kinder zu mir kommen, denn ihnen ist das Reich der Himmel gegeben. Amen. Aber auch das, was Jesus gesagt hat mit den Kindern, fand ich auch gut. Das mit dem um Hals tun und ins tiefe Wasser, das war, ich guck mal schon damals, wie die das gewusst haben. So sieht's aus. Der Herr hat die Leute gewarnt, jeden einzelnen Priester, Pastor oder Sittich, der ein Kind anfasst. Und es wäre besser, dass ihr einen Mühlenstein um euer Hals legt und ins tiefste Meer versunken wird, anstatt ihr Anstoß an Kindern gibt und sie zur Sünde verführt. Das finde ich richtig gut. Und dann siehst du auf einmal, dass Mohammed legal durch seine Religion erlaubt, Babys zu heiraten. Wundervoll, ne? Ja, merkt ihr die Fatwa 6058. Fatwa Nummer 6058 von Ibn Taymiyyah in Majmu' al-Fatawa. Ja. Es ist in Ordnung, ein Baby zu heiraten im Islam. Allein da musste ganz Deutschland aufstehen und sagen, diese Religion werden wir morgen verbieten und das hat nichts mit unserer Gesellschaft zu tun. Wir wollen mit sowas nichts zu tun haben. Wer es wagt, hier Werbung zu machen, muss ausgewiesen werden. Das ist gesunder Menschenverstand. Babys. Um Gottes Willen. Babys, die gerade am Krabbeln sind und sich so hinsetzen und eventuell einen Stein auf den anderen bauen, dann... Das wird so heiraten. Aber das in Deutschland ist das ja gar nicht so. Also die Muslime in Deutschland sind wirklich, in arabischen Ländern weiß ich nicht, ich lebe da ja nicht. Das Gesetz, ne? Bowser, stell dir mal vor, die ändern das Gesetz. Dürfen sie dann laut ihrem Gesetz das machen? Ja! Das ist ja das Kranke. Jetzt dürfen sie es noch nicht, aber wenn es zum Beispiel die Scharia eingeführt wird, dann werden sie das durchziehen. Und du laberst so einen Müll, Armin. Ich sag sogar noch, wo das verzeichnet ist, dann sage ich, ich laber Müll. Nein, siehst du diese Ignoranz, merkst du? Du liest ja von unseren Schriften, also von daher kann ich nicht sagen, du laberst oder du lügst oder irgendwas, werde ich nicht sagen. Ich kenne ja das Thema der Kinderehe, bei denen ist das ja verankert in Sure 65, Vers 4. Allah, er sagt den Leuten, es gibt kein gewisses Heiratsalter. Es gibt kein Heiratsalter im Islam, du kannst auch ein Baby heiraten. Du musst nur halt warten, bis das Baby fähig ist, den SEX zu vertragen. Aber wer entscheidet das denn? Das ist ja sowieso deine Frau. Also wenn du da vorher was gemacht hast, dann gibt es für dich auch keine Strafe unter der hanbalitischen Rechtsschule. Und das findest du in im Buch von Al-Mughni, im Buch von Ibn Qudama, Al-Mughni, Band 9, Seite 55. Und in der Bücherausgabe findest du das in Band 10 auf der Seite 152. Ach, Mann, ey. Keine Strafe für einen Mann, der ein Kind unter 8 Jahren... Du weißt schon, was macht. Ja. Das ist schon zu sehen. Satanismus ist nichts anderes. Du öffnest Tür und Toren für Sittiche. Oh, das ist doch nicht gut. Das, ja. Aber in Deutschland habe ich doch nie sowas gehört. Das macht dich breit in dieser Gesellschaft. Kannst du dir das vorstellen, mein Bester? Nochmal, ich habe es nicht verstanden. So eine Religion macht sich hier breit in Deutschland und in Europa. Ja.
Ja, aber man hat auch sowas nie gehört. Man hört nur diese guten Sachen und ich habe nie, bevor du da warst, ich habe nie solche Hadithe gehört. Ich habe auch nicht gelesen, ehrlich gesagt. Ne? Ich habe hier mal nur Pierre Vogel reingezogen, Marcel Gras zu der Zeit alles, ne? Und mehr war das nicht. Mehr habe ich nicht gemacht. Ja, meinst du, der Pierre Vogel wäre mal so ehrlich und würde alles so thematisieren, was ich hier so thematisiere? Nein, sonst würden die Muslime epischen Zweifel am Islam bekommen. Was ist das für eine Sekte, Mann? In was für einen Unsinn sind wir denn hineingeboren? Ja, und viele wachen auf und sagen, mit sowas will ich nichts zu tun haben. Was meinst du, was in der englischen Welt abgeht? Im englischsprachigen Raum, im arabischsprachigen Raum, die führen ja nur noch Debatten. Die sagen, guck dir mal den Müll an. Da können die ja wenigstens alles lesen. Uns bleibt ja noch vieles verborgen. David Wood ist krass. David Wood, boah. Ja, das sind die Vorreiter dieser ganzen Sachen. Sam Shamoon, David Wood, Christian Prince, Rob Christian und die ganzen Leute. Und dann siehst du auch im Hyde Park, hier, sag mal in London, Soko-Films, der Bob und so, die trauen sich da, den Muslimen die Stirn zu bieten. Und die haben schon sehr viel auseinandergenommen. Ja. Sehr viel. Also, wenn du die Wahrheit erfahren willst, wirst du die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird dich freimachen. Johannes 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich freimachen. Und wenn du die Wahrheit suchst, wirst du sie in Jesus Christus finden. Amen. Ich suche und ich hoffe, irgendwie ein Zeichen kommt, dass mir die Entscheidung leichter fällt. Dann bete doch heute Abend zum Herrn und sage, Herr, ich möchte die Wahrheit erfahren. Bist du der wahrhaftige Gott? Ist das, was der Armin mir da sagt über dich, ist das die Wahrheit? Ich bitte dich, sende mir ein Zeichen, gebe mir irgendeine Möglichkeit, dich zu erkennen. Ich suche nach dir. Verstehst du? Einfach mal ehrlich aus dem tiefsten Herzen zu ihm sprechen, abends, wenn du kurz bevor du schlafen gehst oder wie auch immer. Einfach mal zu ihm reden. Einfach kommunizieren. Beten heißt ja kommunizieren. Ne? Gott will Gemeinschaft mit dir haben. Ja, weil ich finde schon, Liebe ist natürlich besser als alles was anderes. Also Liebe ist, und das sucht der Mensch ja, ne? Das sucht jeder Mensch. Natürlich. Ja, mein Lieblingsvers aus der Bibel ist ja, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, hat Gott erkannt. Derjenige, der nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Verstehst du, was hier abgeht? 1. Johannes 4, 7 bis 10. Gott in seiner Essenz ist Liebe und diejenigen, die lieben, bleiben in Gott und Gott in ihnen. Deswegen siehst du auch, dass die Christen viel mehr Liebe haben als die Muslime. Muslime sind ja total in sich eingekehrt und voller Boshaftigkeit gegenüber Andersgläubigen und sowas. Merkst du das? Ja, die sind auch, ja, das stimmt. Mein Vater sagt immer, der Christ, was sagt er? Der Christ ist der bessere Muslim. Weißt du, vom Verhalten her. Ja, das ist echt so. Kein normal vernünftiger Mensch würde einfach irgendwo reingehen und anfangen, die Leute voll zu beleidigen mit Punkt, Punkt, so und hast nicht gesehen. Und dann schreien Allahu Akbar, du siehst ja, wie die sich benehmen in den Straßen. Sind das Menschen einer Religion oder sind das Verrückte? Ja, aber jetzt so untereinander ist das ja nicht so unbedingt, ne? So viel. Okay. Also wenn du mit deinen Kollegen bist, mit muslimischen Freunden, die sind ja nicht so untereinander, die sind ja immer alle korrekt und... Ja, Muslim zu Muslim ist natürlich korrekt, aber was ist mit den anderen? Sura 48, Vers 29, barmherzig zueinander, aber hart gegen die Ungläubigen. Ja, wundervoll. Nein, ich bin zu jedem Menschen gleich, also ich wüsste, ja. Ich gucke ja auch schon seit einem Monat deine Videos, jeden Tag, ich habe alle schon gesehen. Ja, wundervoll. Du glaubst mir nicht. Dein Kopf auf jeden Fall voll mit Informationen. Aber voll mit Informationen. Aber ich kann diese Entscheidung, ich habe Angst vor diesem Schirk, dass man sagt, ein Gott anbeten. Nur ein Gott. Ich habe ja Allah allein angebetet. Ich habe ja damals Allah allein angebetet, habe mein Dua zu Allah gemacht und auf einmal bete ich ja heute Jesus Christus an, weil ich ihn erkannt habe durch die Schrift und weil Jesus Christus der allmächtige Gott ist, der ins Fleisch gekommen ist. Das können wir ja nicht leugnen, Johannes 1, Vers 1 und die ganzen anderen Verse, ne? Dann wäre es ja unehrlich. Wie hast du denn geschafft, diesen Schritt zu machen, ey? Das ist das Problem. Du musst über den Schatten springen. Dann Familie, dann das, dann alles. Der Herr sagt, ihr werdet die erbittertsten Feinde in euren eigenen Reihen haben. Das ist das. Aber wenn du dein Haus, Hof und alles verlierst um meines Namens willen, so wirst du es hundertfältig zurückbekommen. Amen. Der Herr weiß, wer das ist. Gerade auch für Muslime. Einmal war, du kennst ja Mevlüt, ne?
Kennst du das? Ja, Blut, das ist türkisch, ist das, ne? Ja, genau, so dieses Beschneidungsfeier, weißt du, wenn die das machen, ne? Ja. Und dann war ich aber, da war ich habe mir so deine Videos halt viel reingezogen. Und dann war ich da und dann habe ich den. Ich kann mir ja kein Video mehr angucken, ohne zu denken an dich, diese Wörter, weißt du, aber ich kann mir kein Dings mehr anhören. Ohne zu denken, hey, wie kann das sein und so, weil ohne Kritik zu haben, ne? Yeah. Ich so, aber Papa, guck mal, das stimmt doch so nicht und so. Sagt er, frag doch den Hodja, hier, der ist doch hier. Ey, ich konnte den Hodja da vor allen fragen, ne? Aber weil er sauer war, weil ich immer darüber rede. Und dann hat der vor Hodja gesagt, so, frag doch, was du den fragen willst, ne? Sag doch. Ich so, wenn Amir hier wäre, der könnte argumentieren, reden und so, aber ich kann das ja nicht, weißt du? Ich habe noch gar kein Retour, wie du das immer sagst, weißt du? Ich habe dieses Wissen gar nicht dafür, sowas. Du kannst ja einige Sachen ja aufschreiben und bist du in meiner WhatsApp-Gruppe, da hast du da ein Sammelsurium voller ganzer Quellenangaben. Ja, okay. Ja, ich muss auf jeden Fall. Ich bin immer interessierter daran, immer mehr. Aber diese Entscheidung, die fällt mir so schwer. Du siehst, dass dein Herz schon offen ist für die Wahrheit, ne? Und jetzt fehlt nur noch eine Kleinigkeit und dann bist du schon mehr als nur drin. Oh Mann, Scheiße, Amir. Nein, bitte, nein, Amir. Ich habe Angst davor. Du brauchst keine Angst zu haben. Furcht ist nicht in der Liebe, denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn du dich also fürchtest, dann bist du noch nicht wahrhaftig in der Liebe. Ich fürchte mich kein bisschen mehr, weil ich alles herausgefunden habe. Der Islam ist ein Schwindel, Mann. Ich habe mich Jahre damit beschäftigt und ich habe das alles in Videos thematisiert. Du siehst ja, was ich da alles herausgefunden habe. Ja. Das kann ja keiner mehr leugnen. Na, ich habe mir das auch selber, also im Tafsir auf jeden Fall, viel durchgelesen. Aber ich dachte mir immer, ach, vielleicht haben die Leute den nicht gemocht, vielleicht so ein paar, ne? Und die haben das dann extra so reingeschrieben, so dass man den, weißt du, dass man den halt nicht mag und so. Weil, und die guten Sachen natürlich seine Freunde, aber die schlechten Sachen. Aber Bukhari schreibt ja auch in einer Quelle. Es kommt doch alles vor. Bukhari zum Beispiel ist ja auch sein Dings gewesen. Der sagt ja auch, was war wirklich. Es ist ja nicht so, dass er lügt und ein Teil lügt und ein Teil die Wahrheit sagt. Der sagt, weißt du, ich meine? Weißt du, was das Prinzip im Islam ist mit dieser Hadithe? Diese Isnad, diese Überlieferungskette ist nichts anderes als stille Post spielen. Hast du schon mal gesehen, wie du in der 5. Klasse stille Post gespielt hast? Ja, klar, da kommt was anderes raus da hinten irgendwann. So sieht's aus. Mohammed hat also niemals sowas gesagt. Und das ist der Islam, auf das, was der Islam sich stützt, auf die Hadithe. Ich habe mir auch diesen Ray Smith. Ray Smith, ja, genau. Das ist ein sehr reingezogen. Ich gucke alles. Ich habe mir, seit einem Monat bin ich nur noch diese Clips am Gucken. Der hat auch echt heftige Sachen gesagt. Ne? Also, mich interessiert das, diese Überlieferungen. Wie kam das genau zustande? Was war vorher? Wie war das vorher? Weißt du? Ich muss diesen Ursprung halt wissen. Wir können noch nicht mal beweisen, dass Mohammed existiert hat. Es gibt zu erdrückende Beweise, dass Mohammed niemals existiert hat. Allein das ist ja schon krank. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Jesus Christus hat nie existiert. Wir haben außerbiblische Quellen, dass Jesus Christus eindeutig existiert hat. Durch den Talmud, den Babylonischen, durch die Historiker, die das eindeutig bezeugen. Da brauchen wir noch nicht mal die Bibel. Jesus Christus hat existiert. Amen. Gibt es denn über Koran so außer koranische Sachen? So die anderen Leute, haben die auch was darüber berichtet? Ja, der Gerd Puin hat herausgefunden, dass ein Fünftel des gesamten Korans neu gelesen werden muss. Weißt du, was das bedeutet? Das ist krank, das ist wirklich krank. Ein Fünftel des Korans muss wieder neu gelesen werden, weil die damaligen Leute einfach das Satzzeichen, es gab ja das früheste Manuskript hatte ja überhaupt gar keine Satzzeichen, das Arabisch, das war einfach so ein Skelett. Und dann hat derjenige, der den Koran dann für die Leute sichtbar gemacht hat, einfach die Satzzeichen gemacht, damit man überhaupt versteht, was da eigentlich gesagt werden muss. Aber wenn du zum Beispiel ein Zeichen falsch setzt, dann hat das ganze Wort eine andere Bedeutung. Das ist ja das Problem, was wir haben. Keiner kann den Koran deuten, nichts. Weißt du, was das heißt? Das ist ein Desaster. Guck mal, ich zeige dir das mal, wenn ich mal das finde, warte. Einen Moment. Instagram. Das muss ihr reinziehen, die Aussage von Gerd Puin. Merkt ihr den Namen? Dr. Rüdiger Gerd Puin. Er war derjenige, der an der Restauration bei der Moschee in Sana mitgewirkt hat. Und die Funde von Sana gefunden worden, also Manuskripte, Korane, die hinter so einem
hinter so einem Schacht versteckt waren in der Moschee, in der großen Moschee in Jemen. Ja. Heftig. Ich sehe gerade ein Bild von meiner Mama in Dings. In Ganzkörperverschleierung. Heftig. Echt? Ja, Ganzkörperverschleierung, warte mal. Hast du denn deine Eltern nicht geschafft, irgendwie also zu überzeugen? Warte ganz kurz. Wer ist da? Ich sehe ein bisschen weiter nach hinten, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Heftig, ne? Oh. Normalerweise Maschallah, ne, sagt man ja. Heftig, ne? Erste Mal jetzt? Bitte? Hast du die erste Mal so gesehen? Ja, damals habe ich sie sehr oft so gesehen, ne, als sie mir alles beigebracht hat, als kleines Kind. Aber dann habe ich mich nicht mehr gesehen. Ach so, das war von früher. Genau. Warte, aber ich möchte dir was ganz Wichtiges zeigen. Einen Moment. Ja, warum hört sich das so leise jetzt an? Ich habe es gefunden. Hier, guck mal. Der Koran sagt von sich selbst aus, dass er Mubi'in ist oder klar sei. Aber wenn man genauer hinsieht, wird man feststellen, warte, wird man feststellen, dass schätzungsweise jeder fünfte Satz einfach gar keinen Sinn macht. Viele Muslime und Orientalisten werden ihnen natürlich etwas anderes sagen. Aber Tatsache ist, dass ein Fünftel des koranischen Textes eben unverständlich ist. Das ist das, was die traditionelle Besorgnis bezüglich der Übersetzung verursacht hat. Wenn der Koran unverständlich ist, er kann nicht einmal auf Arabisch verstanden werden, dann ist er auch nicht übersetzbar. Die Leute fürchten das und da der Koran wiederholt behauptet, dass er klar ist und offensichtlich ist er es nicht, wie ihnen sogar Arabisch Sprechende sagen werden, gibt es da einen Widerspruch, Dr. Gerd Puin. Das ist ein echter Wissenschaftler, echter Forscher, der mitgewirkt hat an der Universität von, also an der Runde von Sana. Ja, das ist das Problem. Gerd Puin. Krass. Gerd Puin. Merk dir den Namen, der ist heftig. Krass, ey. Da gibt's, du kennst dich super aus damit, also echt. Ja, man macht sich Gedanken darum, ne? Ich will ja nicht, dass du das geschafft hast. Wie lange hast du dafür gebraucht? So, hast du erstmal komplett den Koran sag ich mal, alles gelernt vom Islam, dann hast du gedacht, boah, irgendwas stimmt da nicht, dann hast du die Bibel gelesen und dich damit beschäftigt. Genau, eines Tages habe ich herausgefunden, dass die ganzen Organisationen, die im Namen Allahs, ja, Fisabilillah kämpfen, gehen ja wahrhaftige, authentische Muslime, das sind gar keine Wahnsinnige oder Extremisten oder Terroristen oder was. Nein, Allah sagt zu ihnen, dass sie Gläubige sind, Mu'min. Und Allah will sogar, dass die auswandern und die Leute T-E-R-R, du weißt schon. Ja. Das Wort kommt sogar im Koran vor, Turhibuna, dass Allah verlangt von ihnen, dass sie terrorisieren, du weißt schon. Mhm. Auch wo du letztes Mal gezeigt hast, dass mit dem Abu Naji da, wo sein mit seinem erstes Satz, zweites Satz, war auch heftig, wo ich das gesehen habe. Ich so, boah, was? So sieht's aus. So habe ich ihn gar nicht eingeschätzt. So ist das. Ja. Du bist echt genial, ey. Ich danke dir. Ich hoffe natürlich, dass du dir Gedanken machst. Ich hoffe natürlich, dass du zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommst. Amen. Das ja, ich mache dir auf jeden Fall meine Gedanken. Ich melde mich auf jeden Fall bei dir wieder, wenn ich rein darf. Mal gucken, ob du mich annimmst. Natürlich. Und dann. Immer herzlich willkommen, mein Lieber. Wir werden alle für dich beten. Dankeschön. Und schöne Grüße auf jeden Fall an Reza. Schade, dass er nicht da war, weil wenn der redet, Reza ist hier drin. Ich glaube, der Reza ist hier drin. Weil wenn der redet, ne, mit seinen Beispielen, wenn er da sagt, das eine Beispiel habe ich mir immer noch gemerkt. Wenn dir eine Frau sagt, dass sie hier fremdgegangen ist, sagst du, ach, scheiß drauf, ach, Quatsch. Aber wenn deiner kommt mit einer Videoaufnahme, dann, krass. Da kannst du nicht mehr sagen. Ich so, ey, krass. Das ist immer sehr gute Vergleiche, ey, mein Bruder. Der macht sehr, und das brauche ich, dieses Vergleichen, damit ich das sinnbildlich auch verstehe. Natürlich, klar. Du siehst auch, dass der Mohammed zum Beispiel, der Herr Jesus Christus sagt, wenn ihr eine Frau nur mit lüsternem Blick anguckt, so habt ihr Ehebruch in eurem Herzen begangen. Und dann siehst du auf einmal, wie der Gott des Islams, Mohammed, dazu befähigt und ihn in seinem Herzen reinlegt, dass er mit dieser Frau flirten soll. Gottes Segen, Tissi. Ist auch da. Tissi flirten ist da. Sollen wir mit der Frau? Bitte? Flirten sollen die da mit der Frau? Ja, du weißt ja, dass der Mohammed alles macht,
was im Willen Allahs ist, oder macht er nicht alles im Willen Allahs? Doch, er macht das in Sure 53, Vers 1. Er macht nichts, was Allah ihm nicht als Eingebung gegeben hat. Also Allah will, dass er mit dieser Frau flirtet, und dann schreit er auch noch, ich danke Allah, dass er mein Herz für dich ausflippen lässt. Was ist das denn bitte, Mann? Das mit Adoptivsohn finde ich auch echt krass. Ja, ein sehr, sehr schlimmes Thema, ne? Dass der Mohammed die Frau von seinem... Hat er die auch geheiratet? Ja, natürlich, er hat sie geheiratet und sie ihm weggenommen. Der hat die echt geheiratet? Natürlich, stell dir mal vor, der Mohammed hat sich eine ganze Sure und einen Vers gemacht, Sure 33, Vers 50, in dem er mit 20 Punkten vor allen Menschen bevorzugt wurde. Er darf mit so vielen Frauen punkten, wie er möchte. Er darf, ohne einmal zu bezahlen, mit allen Frauen punkten. Er darf sogar während der Hajj-Pilgerfahrt mit Frauen punkten. Er darf, er steht über dem Gesetz. Er darf alles machen, was er will. Und wenn die, er darf sogar dem Hungernden sein Essen und sein Trinken stehlen. Und das für sich beanspruchen. Also so arme Leute kann er so abziehen und das Essen von denen nehmen und essen und trinken. Da wird ihm nichts angetan. Das verstehe ich auch nicht. Das ist heftig, ne? Und wenn die Augen des Propheten auf eine verheiratete Frau fallen, so ist es die unbestreitbare Pflicht eines jeden Muslims, sich scheiden zu lassen, damit Mohammed die Frauen der Muslime heiraten darf. Ist das ein Prophet Gottes? Das will ich sehen, wer das macht, wer das machen würde. Es gibt Leute, die machen und sagen, ja, das ist das so, lala, gib ihm deine Frau. Anstatt zu sagen, das ist gar kein Prophet, der will meine geliebte Frau, mit der ich Kinder habe. Ja, das ist ja genauso, wenn jetzt einer jetzt zu mir kommen würde und sagen würde, ja, hier, ich bin der Prophet, ja, sag ich mal, würde ich sagen, was willst du von mir? Hau mal ab. Hau ab, verschwinde, oder gib dann direkt mal auf die Mütze. Direkt auf die Mütze. Nein, Armin, das machen wir nicht. Wir sind lieb, wir sagen, nein, bitte lassen Sie das, hören Sie auf damit, gehen Sie weg. Ja. Nee, hast du echt. Jetzt weiß ich ein bisschen mehr, aber dieser eine Typ, den musst du dir echt mal angucken, diesen Engländer da. Der hat echt viele Aufrufe und der ist seit einer Woche oder so drin. Ich wollte das eigentlich gerne abspielen, aber lassen wir das jetzt. Willst bestimmt noch jemand anderen hochholen. Machen wir beim nächsten Mal, spiele ich dir den mal ab. Und du bist immer willkommen, mein bester Bowser. Möge der Herr deine Augen öffnen und dass du zu ihm findest. Amen. Ich danke dir vielmals, ja, für deine Mühe. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Bis dann. Gott segne dich. Ciao. Danke, ciao. Ja. Ja, wundervoller Junge. Hammer. Da sieht man den Unterschied zwischen einem Muslim, der aufrichtig zuhört und sich Gedanken macht, zwischen diesen Muslimen, die total arrogant hier reinkommen und versuchen, Kamelurin an den Tag zu legen. Ja, super. Direkt der Unterschied, ne? Habt ihr gesehen? Ja, komm, lass uns für den jungen Mann beten. Ne? Ich gehe auf die Knie. Wer auf die Knie gehen kann, der kann auch auf die Knie gehen. Herr Jesus Christus, mein Herr, mein Gott, ich bete zu dir, Herr, und bitte dich von ganzem Herzen, dass dieses Gespräch mit ihm Frucht trägt, Herr, und dass er ja, dich erkennt, den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben, Herr, so wie wir dich erkannt haben, Herr Jesus Christus. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du, das Licht der Welt, hier auf diese Erde gekommen bist und diese ganze Welt erleuchtet hast mit deinem wundervollen Dasein, Herr. Und danke, Herr, dass du stellvertretend für uns gezahlt hast, den Preis, den wir niemals bezahlen könnten, Herr. Denn du allein warst perfekt, heilig, sündlos, gerecht und hast für die Ungerechten bezahlt. Ich bin dir zutiefst dankbar, Herr, und ich bete für jeden Einzelnen, der hier drin ist, der noch keine Entscheidung für dich getroffen hat, zu dir zu finden, Herr, und von Neuem geboren zu werden, Herr. Lasse die Menschen zu dir finden, Herr, und gewähre ihnen das ewige Leben, Herr Jesus Christus. Und wir beten auch für unsere Geschwister, die jetzt gerade wieder ja, sehr viel leiden in den islamischen Ländern, Herr, und manchmal nicht weiter wissen, aber du schenkst ihnen Trost, Herr. Nehme sie auf in deine Ewigkeit, und lasse sie zu denen gehören, die den höchsten Platz bei dir haben im Himmelreich. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 Möge der Herr ihn segnen. Amen. Aber danke, Cosinus. So. Ja, solche Gespräche habe ich echt vermisst. Ne? Ihr auch, ne? Solche Gespräche hat man echt vermisst, ne? Wo das Ganze geistlicher zugeht, dass man alles erklärt, dass man mit ihm alles durchgeht und so, ne? Einfach wundervoll.
Hallo? 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 Bin ich im Fernsehen? Du bist live bei Dr. Sheikh Abu Amir. Was kann ich für dich tun? Das ist besser als Fernsehen. Ja. Ja, ich grüße dich. Das ist ja echt toll. Also, das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich kenne mich da jetzt nicht besonders gut aus. Ja. Aber ich möchte erstmal ein Riesenlob aussprechen und Gott danken für deine Arbeit. Ich bin total fasziniert von dir, wie. Ja, also. Wie mutig du das machst und wie du die Menschen aufklärst. Also du hast einen ganz besonderen Auftrag von Gott erhalten und das befolgst wirklich ganz toll. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ich bin nur ein Sünder, der ja, sich ein bisschen was traut. Ne? Ja. Ja, da, also ich bin ja auch türkischer Abstammung. Ich bin halt in Deutschland geboren, aufgewachsen und bin dann als Erwachsener zum Glauben gekommen. Ich wurde aber nicht jetzt muslimisch oder so erzogen, sondern ja, meine Eltern haben mich eigentlich in Ruhe gelassen. Und ja, und dann bin ich halt zum Glauben gekommen. Und ja, das ist eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte früher ja so ein wildes Leben gehabt, sage ich mal. Viel getrunken, mit Kumpels Partys gemacht und so weiter. Und ja, ich war jetzt kein böser Mensch oder so. Ich wollte einfach nur Party machen und das war eigentlich mein Gedanke. Aber dein Lifestyle, dein Leben, ne? Genau, und genau in dieser Phase, ich war dann schon ein bisschen älter, ich war kein Teenager mehr oder so, habe ich dann einen Arbeitskollegen gehabt, der Christ war und der hat dann mit mir immer drüber geredet, über den Glauben und so, und da haben wir viel diskutiert, es hat lang gedauert, aber ich habe es letztendlich angenommen und dann habe ich mich taufen lassen und ja, bin jetzt glücklicher Christ. Genau. Und hast dich auch richtig bekehrt zum Herrn Jesus Christus, ne? Hast du deine Schuld vor ihm bereut und alles, ne? Ja, volles Programm. Und es ist halt so, mit der Taufe ist ja nicht das Ende erreicht, sondern da beginnt ja eigentlich das Glaubensleben, sage ich mal. Ja, ich habe an Erkenntnis zugenommen und immer mehr gelernt und ich kratze immer noch an der Oberfläche, ja, vom Wissen her und so weiter. Wissen wir uns nie komplett aneignen können. Wir lernen ja jeden Tag dazu. Verstehst du? Das ist das. Und so wie ich das gehört habe, werden wir auch, wenn wir auf der neuen Erde sein werden, das Leben ist ja ewig, ja, ewiges Leben, aber es wird nicht langweilig werden, weil wir werden immer wieder weiter lernen und es wird immer weitergehen. Und das, wir wissen ja, das Universum ist unendlich, ja, also gibt es auch unendlich viel zu lernen. Lieber Amir, dein Vorname ist Amir, ja? Amir, ja genau, Amir heißt ich. Ich hatte früher einen Kumpel gehabt. Amir al-Mu'minin, ja. Ich bin der Prinz der Gläubigen. Amir al-Mu'minin heiße ich. Ich hatte früher einen Kumpel gehabt, der war Perser, also Iraner. Der hieß mit Vornamen Reza. Und mir fällt echt auf, seine Augen und die Augenbrauen. Ja, ihr seht, das sieht euch so ähnlich, also wirklich. 1:1 schon fast. Echt genial. Ja, das sind alles meine Geschwister irgendwann gewesen. Aber im Laufe der Zeit haben wir uns irgendwie auseinandergelebt. Ja, ist ja nicht Bruder. Schlimm. Ist ja nicht schlimm. Wir können ja ein bisschen. Jetzt habe ich einen anderen Bruder namens Reza. Mein leiblicher Bruder heißt auch Reza. Reza, was hat das nochmal für eine Bedeutung? Das ist der Name des Königs gewesen. Hat das jetzt, also nur der Name des Königs oder hat das, oder, es oder gab was? Auch, es gab sehr viele Geistliche, auch Imame, die Reza hießen, die sehr, sehr hoch angesehen wurden bei den schiitischen Muslimen. Ne? Reza war so. Das sind so einige gängige Namen von so schiitischen Geistlichen. Ne? Imam Reza. Lieber Amir, ich wollte dich etwas mal fragen, dass. Wenn ich so Christen sehe im Internet, ich verfolge das ja immer, und dann höre ich mir mal an, was sie so erzählen. Und es gibt leider so viele Vorstellungen von der Schrift. Und viele haben falsche Ansichten. Und ich bin immer da bestrebt, da wirklich das aufzuklären. Ja, ich dem mal zu sagen, hier, guck dir mal die Bibelstellen nochmal genau an, vergleich das mal damit, weil. Es ist auch manchmal gefährlich, was ihr so annehmt. Ich weiß nicht jetzt, zu welcher Glaubensrichtung du jetzt dich bekennst oder ob du da offen bist oder wie das ist,
Aber es gibt zum Beispiel so die Annahme, dass es so eine geheime Ent Also, warte mal erstmal. Möchtest du jetzt über Islam reden oder kann man auch über christliche Inhalte reden oder wie ist das jetzt bei dir geplant? Wir können über alles Mögliche reden, aber wenn es dann so ein bisschen so in eine komische Richtung geht, dann lassen wir das lieber so, weißt du? Und Komische natürlich kannst Richtung. du Themen aufmachen, wie du möchtest, ne? Ansonsten schauen wir mal, wo das Ganze dann hinführt. Okay, weil es ist ja nur ein Beispiel jetzt. Ja, also zum Beispiel, es wird immer gesagt, es gibt eine geheime Entrückung. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Eine geheime Entrückung. Ja, und dann gibt es so sieben Jahre Trübsalzeit auf der Erde. Es gibt keine geheime Entrückung, es gibt nur eine Entrückung und das wird bald passieren, wenn der Herr Jesus Christus selber in den Luftraum kommt und seine Heiligen mit sich zieht. Und das findest du in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16. Ja, und ja, das heißt, es kommt die Entrückung und dann, was passiert mit der Welt? Ja, dann kommt die große Drangsal, wo die Menschen durchgehen, ne, mit dem Antichristen und alles. Aber das werden wir alles nicht mehr miterleben. Da sind wir schon längst weg, längst entrückt. Und da wird die große Drangsal losgehen und ein Drittel der Menschheit wird dann draufgehen. Da wird Offenbarung Kapitel 6 wird dann in Erfüllung gehen. Mit den großen Kriegen und ja. Weißt du, was so interessant ist? Wenn man sich mal alles anguckt, so die Katastrophen und so weiter, Istanbul zum Beispiel, da heißt es ja, dass da schon dieser eine große Erdbeben jetzt eigentlich schon überfällig ist, ja. In Los Angeles zum Beispiel wird ja auch gesagt, dass dieses Jahrhundert-Erdbeben oder was, dass das schon überfällig ist. Und zum Beispiel jetzt in Italien wird das ja öfters jetzt erwähnt, wie heißt das, Campi Filtri oder was? Diese Felder, ja, so ein Riesenvulkan, was jetzt am Brodeln ist. Es gibt mehrere Erdbeben, ja, und wenn man mal politisch die Welt anschaut, wie sich das alles entwickelt, ja, es ist alles wirklich kurz vorm Eskalieren, ja, also politisch, die Kriege nehmen zu, es wird alles immer extremer. Ja, in Matthäus 28, ne, wo er sagt, ihr werdet von Kriegsgerüchten hören und alles Mögliche, ne? Genau, und es ist jetzt alles wirklich in den Startlöchern. Und wenn es losgeht, das wird echt übel werden, weil wenn du mal überlegst, was für eine Menge, was für eine Gewalt das ist eigentlich, Erdbeben hier, da, diese Kriege und so, das wird echt schlimm. Da wäre es halt gut, wenn man wirklich auf diese letzten Tage in dieser Endzeit, in der wir jetzt sind, auch gut vorbereitet sind. So sieht's aus. Warte mal, die Endzeitrede des Herrn Jesus Christus. Ja, Matthäus 24 halt, genau. Matthäus 24, genau da war's, ja. Matthäus 24. Damit die Leute das auch mal hören, was der Herr sagt, die das noch nicht kennen. Mit der Endzeit. Ja, hier. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch nackend therapieren. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Und dann steht hier, wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass
dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht, denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten, Mohammed, und werden große Zeichen und Wunder tun, nach dem Motto, hier, Dings, Mondspaltung, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt, wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus, siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz von Osten ausfährt und zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Also Jesus Christus wird seine Engel senden. Aber Jesus ist nicht Gott, ne? Unglaublich. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her. Von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von den Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Amen. Amen. Ja, das ist. Warte, das ist jetzt, kommt es noch heftiger. Um jenen Tag aber und jede Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohns sein. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und der kluge Knecht, und den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, der seinen Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Amen. Das ja. wird so kommen. Sehr, sehr eindrucksvoll. Aber hier ist zum Beispiel eine Stelle vielleicht, wo Muslime immer halt damit beweisen wollen, dass Jesus nicht Gott ist. Und zwar Vers 36. Ja. Das haben wir schon zig Millionen Mal erklärt. Ne? Die Menschwerdung darf man nicht außer Acht lassen. Ne? Aber ein Vers davor sagt der Herr, meine Worte werden nicht vergehen. Und wir wissen, dass das im Alten Testament steht, ne? Dass die Worte Gottes niemals vergehen werden. Ja, gut, das wird halt immer gesagt. Aber wenn du jetzt Johannes 1 anguckst, die ersten Verse, ja, das Wort ja, war Gott. Ja, also und das Wort wurde Fleisch. Ja, also letztendlich, das ist eindeutig Jesus Christus. Ja, also da gibt es eigentlich nichts dran zu diskutieren. Aber das wird immer wieder erzählt hier. Das höre ich immer wieder, wenn ich bei TikTok so durchscrolle, dann sehe ich immer wieder, wie da argumentiert wird, dass wenn Jesus Gott ist, dann weiß er doch, wann die Zeit ist und so weiter.
Ja, genau, wenn also Allah Gott ist, warum wusste er nicht, dass die Muslime nicht genügend Glauben hatten und hat sie einfach in den Tod geschickt? Sura 8, Vers 65 und 66. Das muss man denen dann eindeutig ins Gesicht klatschen und sagen, du beschwerst dich darüber und wir erklären das, dass Gott sich entäußert hat und seine Allmacht, Allwissenheit abgelegt hat. Wie erklärst du denn, dass dein Gott im Himmelreich oder im Universum geblieben ist, seine Allmacht den Leuten präsentiert und trotzdem unwissend ist? Was denn dann damit? Verstehst du? Guck dir das an, ich lese dir das mal vor, damit du das mal aus der Zunge zergehen lässt. Guck dir das mal bitte an, wie Allah hier das nicht rafft. Guck mal, 8 Vers 65. Das ist ein eindeutiger Widerspruch. Nur ein Vers danach, guck mal hier. O Prophet, sporne die Gläubigen zum Kampf an. Wenn es unter euch 20 Standhafte gibt, so werden sie 200 besiegen, also 1 zu 10. Und wenn es unter euch 100 gibt, werden sie 1000 von denen, die ungläubig sind, besiegen, weil sie Leute sind, die nicht verstehen. Und jetzt guck mal ein Vers danach. Jetzt aber hat Allah es euch leicht gemacht. Er weiß ja, dass in euch Schwaches angelegen ist. Wenn es nun unter euch 100 Standhafte gibt, werden sie 200 besiegen, also 1 zu 2. Heftig, denn Allah wusste nicht, dass die Leute nicht genug Glauben hatten. Hat sie einfach in die Schlacht geschickt und dann haben die Leute verloren und hat er gesagt, jetzt habe ich aber gemerkt, dass ihr nicht so viel Glauben habt. Jetzt nur noch einer von euch kann zwei besiegen. Vorher war ich nicht wissend, ich habe einen Fehler gemacht, aber jetzt korrigiere ich mich. Ist das zu fassen, ey? Siehst du, wie willst du denn das erklären? Ja, also ich hab ja mit dem Islam habe ich ja keine Verbindung so gesehen. Deswegen, also ich wundere mich dann halt. Aber weißt du, ich will auch nicht so sehr über die Moslems jetzt so so sehr schimpfen, weil sie sind letztendlich schon gläubige Menschen. Also die meisten, ja. Oder viele. Ich weiß nicht. Sind auch gläubige Menschen. Was machen wir denn jetzt? Ja, die glauben gut, auch, das auch wieder. Ja, das was ist das denn für eine Aussage? Die sind gläubige Menschen. Ja, Satanisten sind auch gläubige Menschen. Die glauben an ihren Satan. Vielleicht sage ich mal so, sie sind bereit halt zu glauben, aber sie haben halt noch nicht die Wahrheit empfangen. Ja, also sie sind noch nicht in diese Situation gekommen, wirklich die Wahrheit zu hören, weil es ist ja so, du wirst geboren, in Türkei ist halt so, du wirst geboren und bist automatisch Moslem. Fertig. Kannst du nicht aussuchen, du wirst dazugezählt. Ja, und wächst dann halt so auf. Ja, ja und die Menschen, die haben das halt einfach gehört, das ist auch Politik letztendlich, das ist auch gesellschaftlicher Zwang, weißt du, das gehört halt dazu, dass du halt gläubig bist und wenn du halt dann irgendwie sagst, du glaubst nicht an Gott, ja, dann hast du Probleme, ganz einfach. Ja, das machen nur die Muslime, da kriegst du richtig Probleme. Ja. Ja, und wenn du dann noch sagst, du bist Christ, dann ist sowieso vorbei. Ja, dann kannst du die volle Breitseite der Liebe dann zu spüren bekommen. Die werden dich so gut behandeln, das ist unsere Gerechtigkeit. Bist du damit nicht einverstanden? Okay, dann ab in die Ewigkeit. Tschüss! Ich war in Türkei und ich war halt da auch im Gottesdienst und es musste schon einigermaßen inoffiziell ist das mehr gelaufen, so ein bisschen im geschützten Rahmen. Ja, also da, das ist ja so eine Freikirche und die haben ja eh Schwierigkeiten. Und das durfte auch nicht jeder so richtig mitkriegen, dass da halt eine Kirche ist oder das war eigentlich ja mehr so ein Raum, wo sie sich versammelt hatten. Und es musste auch relativ geheim gehalten werden. Weißt du, in einem, ja, sage ich mal, Türkei ist ja relativ fortgeschritten, relativ, ja. Aber trotzdem, trotzdem siehst du, dass die muslimischen, also die türkischen Muslime, dennoch Intoleranz zeigen gegenüber das Christentum. Wahnsinn, ne? Während hier die Muslime alles machen dürfen, alles sagen können, Demonstrationen veranstalten, für ein Kalifat werben, hier Politikern drohen und den ganze deutsche Gesellschaft und so. Ja, was soll das? Was ist das bitte? Also, wo sind wir hergekommen? Die wollen Deutschland irgendwie zerstören. Also mehr sehe ich da nicht. Das einzige Problem ist Ausländer raus, wenn 5, 6 Idioten da rumgrillen. Das ist natürlich das größte Problem, dass ganz Deutschland darauf reagiert. Das ist krank, ey. Das ist krank.
fünf, sechs Leute schreien dieses blöde Lied. Das ist natürlich das allerletzte. Da siehst du auf einmal ganz Deutschland ist empört. Von einem Influencer mit 1 Million Abonnenten zum anderen mit 300.000 von 400.000 müssen alle erwähnen, das Leben von denen ruiniert haben. Und was ist dann mit den ganzen Leuten, die bei Kalifat da standen, in einer Reihe und mit ihren Schildern dort standen? Warum hat man denn die nicht ausfindig gemacht? Warum? Mit dieser Energie und mit dem Maß, mit dem man an diesen Menschen gemessen hat, hätte man genauso an den anderen auch messen müssen. Ihr Heuchler, ihr Haufen von Heuchlern, ihr ganzen Influencer, die ihr darauf reagiert habt. Jeden Einzelnen spreche ich an von euch. Ihr Miesen. Heftig. Ja, weißt du, was das Tröstende ist? Ich meine, wir sehen ja, wie sich das entwickelt in der Welt. Das Tröstende ist ja, Gott hat ja gesagt, es muss so geschehen. Ja, wie sagt man, das Böse muss offenbar werden. Ja, ehe das Ende kommt. Also es muss halt so laufen. Gott hat das nicht gewollt, dass es so läuft. Ja, aber es muss halt so laufen, damit wir sehen, wie übel das ist, wenn man sich halt von Gott abwendet. Ja, und wir marschieren da wirklich in diesen Schritten halt in so eine Zeit, die wird brutal einfach werden. Es wird schrecklich werden. Es wird schlimm werden. Und wenn du als Christ wirklich treu bist, es gibt ja auch Christen, die nur Lippenbekenntnis machen, ja, die gehen halt in die Kirche und wenn sie rausgehen, haben schon wieder alles vergessen. Aber ich rede jetzt von den Christen, die wirklich ernsthaft Christ sind. Die werden richtig Probleme kriegen, weil wir haben es doch gerade gelesen, Matthäus 24. Sie werden sie hassen. Die Heidenvölker werden sie hassen. Ja. Und das werden wir spüren. Und wenn Jesus Christus das sagt, dann ist das nicht nur ein bisschen anpöbeln, sondern das ist wirklich Verfolgung. Ja. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Danke für das Gespräch. Dir auch alles Gute, ne, Amir? Schönen Tag noch. Mach's gut. Ja, wundervoll. Komm, beeil dich. Schrei einmal rum, beeil dich. Ja, mach, beeil dich. Der darf immer rein, das ist mein Ehrengast. Der kommt einmal, macht uns alle und dann geht er wieder. Dr. Abu Amin Ashek. Salam alaikum, wie geht's dir, mein Bruder? Alaikum salam, Gott segne dich und deine Familie. Haben wir jetzt, wie geht's gut mit dir? Warte mal, ich höre gerade nichts. Ich höre gerade irgendwie nichts. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Warum hörst hört man nichts, ja? Ja, geh nochmal raus und komm. Ah, jetzt höre ich dich, Hörst du? Ja, ich höre dich. Gott segne dich und deine Familie. Ja, danke dir auch, Bruder. Ich habe mal eine Frage. Ich habe letztens mal eine Dokumentation gesehen, die mich so richtig, richtig zum Nachdenken gebracht hat. Zum Thema Anunnakis. Hast du das schon mal gesehen? Anunnaki, diese Menschen, hier diese Aliens-Zeug, meinst du, oder was? Ja, es gibt wohl, damals haben diese Fundstücke auf der ganzen Welt verteilt, tausende Kilometer voneinander, so gleiche Schriften, gleiche Kreaturen in Stein gemeißelt, das ist wohl damals irgendwie... Abunajis, nicht Anunnaki, Abunajis. Dass wohl damals irgendwie irgendwelche Kreaturen, Halbgötter oder so vom Himmel kamen. Das waren auch irgendwelche Kreaturen, die ich da gesehen habe in Köln. Abunajis. Nein, ernsthaft, hast du schon mal zu dem Thema was gesehen oder dich damit beschäftigt? Nee, nicht so richtig, nein. Ich weiß aber, dass das aus der Esoterik kommt, dieses Zeug. Anunnakis und Aliens, wir wissen ja, dass die Dämonen sich ja auch vergleichen können und als Engel des Lichts ausgeben können, verschiedene Formen annehmen können. Das sagt uns ja der 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 4. Ja, aber ich finde zum Glauben, wenn man, egal ob Moslem oder Christ ist, man sollte das mal gesehen haben, diese Dokumentation. Wurden die Menschen von den Anunnakis erschaffen? Das ist auf jeden Fall ein extrem interessantes Thema. Da sind auch viele Sachen, was wirklich in der Bibel drin stehen, ne, die du in der Bibel findest und so weiter, wo das eine mit dem anderen viele Sachen übereinstimmen, erklären und so weiter und so weiter. Ne? Also ich fand das auch erstmal ziemlich lächerlich, aber die war extrem interessant, diese Dokumentation so mäßig. Weil ich finde die Dokumentation extrem interessant, als sie die Qumran-Rollen gefunden haben und Gott sich bewiesen hat, dass seine Worte bis in unsere heutige Zeit immer noch dieselben geblieben sind. Das ist eine wichtige Botschaft, die jeder wissen sollte.
Ich auch. Auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Ich gesagt habe, die Bibel ist akkurat. Gott hat sein Wort finden lassen und hat allen gezeigt, dass man ihm vertrauen kann. Amen. Ja, da, das okay auch, aber ich finde das. das ist auch. Nein, aber in der da, was ich sagen wollte, in dieser Dokumentation sind auch viele Sachen, die in der Bibel vorhergesagt wurden. Ja, du siehst also, dass die Bibel akkurat. Das nimmst mich gar nicht ernst, ja. Buch, nein, ich meine, die Bibel ist das akkurat, also das Buch, das die Zeitung von morgen. So muss ich das vorstellen. Die Bibel ist die Zeitung von morgen. Wenn du also die Bibel liest, weißt du, was in der nächsten Zeit geschehen wird. Das ist das. Jetzt ist der rausgegangen. Was ist denn da passiert? Ich habe voll den Ohrwurm von diesem Lied bekommen, als ich das gehört habe. Sheikh, Sheikh, bleib hier. Sheikh, bleib doch hier. Na, 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 und trink jetzt ein Bier. Sheikh, Sheikh, bleib noch hier. Wir trinken doch ein Bier. Hallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Warum begrüßt du mich mit dem islamischen Gruß? Bist du Muslim? Nein. Sag die Schade auf. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und ich bezeuge, dass Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde, um für uns zu sterben. Amen. Nein, mein Lieber, ich mache nur Spaß. Ich habe Tesla animiert. Ah, du hast Tesla animiert. Ja, kennst du den? Tesla Mann, Mann. Guck mal, ich finde, dass du und er, ihr macht beide so sehr gute Islamaufklärung, also sehr sachlich, hohen Level. Ja, er macht Islamaufklärung oder er beleidigt alles und jeden. Ich habe noch nie sowas gesehen wie ihr. Er, das ist krank, Mann. Ja, ja, aber ich glaube, so bei aller Liebe, aber ich glaube, der liebe Tesla-Han, der hat auch eine gewisse Grenze überschritten, wenn ich ehrlich bin. Also, er hat schon sehr viele Grenzen überschritten. Ja, ja, auf jeden Fall. Was ich dich fragen wollte, mein Bester, du hast ja da, wann hast du eigentlich die ersten Schriften von, wie heißt er nochmal, dieser arabische Christ aus den Vereinigten Staaten? Christian Prince. Christian Prince, ja. Genau, wann hast du seine ersten Schriften gelesen? Der damals wurde das rausgehauen, ich glaube, das war 2018, hat er sein erstes Buch rausgehauen, Allahs Täuschung auf Deutsch dann. Ne? Das Englische war schon längst draußen, The Deception of Allah, aber halt im deutschsprachigen Raum ist es 2018 erschienen oder so. Oder 2019, weiß ich nicht mehr genau. Ja, aber dafür habe ich damals Werbung gemacht. Ne? Okay, aber da bringt noch Content raus, oder? Der Christian Prince? Genau, macht er noch YouTube-Videos oder Debatten oder so? Der ist jeden Tag 24 Stunden live, jeden Tag kommt er live auf YouTube. Der hat mittlerweile eine Reichweite, die ist unglaublich, ey, was ich dem da. Ich habe den so publik gemacht überall, ne? Das ist heftig. Der hat den 1200 Zuschauer, ey. Genau, also ich kenne ihn auch durch dich und die Sache ist ja, dass er selber ein Araber ist und aus diesen Kreisen kommt und das alles sehr gut nachvollziehen kann und übersetzen kann, was dort drin steht. Ja, es werden das, ja, er hat einen Doktortitel in islamischen Recht, der Typ, der besitzt einen Doktortitel. Genau, es werden ja, also ich habe ja selber auch zum Beispiel Sahih Muslim oder Sahih al-Bukhari und mir ist auch sehr früh aufgefallen, dass nur selektierte Hadith in den Büchern drinstehen auf Deutsch. Also ich sehe so, da steht Hadith 4000 und der nächste Hadith ist 4033. Und dann habe ich mir gefragt, was ist mit den ganzen 32 Hadithen dazwischen? Warum werden diese nicht gezeigt? Und das wird ja, glaube ich, absichtlich so gemacht, damit man, wie soll ich sagen, damit das nicht auffliegt. Dinge da drinnen. Du siehst auch, dass die bei sunna.com auch sehr viel gefiltert haben. Was meinst du, was in dem in arabischsprachigen Raum alles zu finden ist? Also nur auf Arabisch, auf den Internetseiten. Da wirst du fündig werden. Ja. Was sie nicht übersetzt haben. Genau, genau. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Der Christian Prince, der hat mir auch mal so ein paar Sachen gezeigt, ne? Also ich habe mir das in seinen Livestreams mal angeschaut und auch meine Kollegen, die selber Arabisch sprechen, die waren da auch sehr verblüfft. Also das Problem ist ja, dass die meisten Muslime, also zu 95% der Muslime, die kennen ja ihre eigenen Schriften nicht. Die haben ja noch nie Koran gelesen, die haben nie die Sira gelesen, die wissen nicht mal, was Tafsire sind oder sowas. Sie haben gar keinen Plan von nix. Das ist die Sache. Und wenn man es dann
Und wenn man das dann denen erklärt oder zeigt, dann werden die immer nur sauer oder rasten aus oder ja. Die können nicht glauben, dass du die Wahrheit sagst und dass das wirklich bei denen da drin steht. Das ist das Problem, was wir haben. Sie wollen es partout nicht wahrhaben, dass der Islam doch so eine unglaublich bösartige Sekte ist, verstehst du? Das ist ja, das. Ja. Auch bei den Türken zum Beispiel, also wir Türken, wir können ja auch kein Arabisch, ist ja logisch, ne? Und viele Türken, die sind eigentlich eher moderat, ja. Also die sind jetzt nicht so mega strenggläubig. Und wenn man sich auch die türkischen Hadith-Werke mal anschaut, auch sehr, sehr viele, es wird auch gar nicht, auch sehr viele Hadithe fehlen einfach dort. Ja, die werden einfach nicht genannt, nicht erklärt. Also ja. Ist schon komisch auf jeden Fall. Auch im deutschsprachigen Raum siehst du auch, dass da sehr viel rausgefiltert wurde. Ne? Das ist heftig. Ja, du siehst, genau. Wir haben es zu tun mit einer unehrlichen Glaubensgemeinschaft. Unehrlich. Das ist sehr, sehr schlimm. Genau, ja. Traurig. Und was sagst du eigentlich zur Bibelkritik oder zum Christentumkritik? Hast du dich auch damit mal auseinandergesetzt? Textkritik, ja, gibt's natürlich, klar, aber dennoch ist die Bibel ist das bestbehütetste und bestbezeugteste Buch der Antike. Alles, was die Bibel dort verzeichnet hat, sind ja auch mit unter anderem Geschichten, die wirklich eingetroffen sind. Da siehst du mal, einige Wissenschaftler haben sich mal die haben sich mal auf die Suche gemacht und haben einige Punkte aus der Bibel betrachtet, wo was sein könnte. Ne? Und dann sind die losgezogen, haben genau perfekt die Orte gefunden, wo was verzeichnet ist in der Bibel. Auch geografisch ist das ein sehr, sehr heftiges Werk. Ne? Geografisch gesehen. Dass einige Orte dort verzeichnet sind und was dort alles aufgeschrieben wurde, ist einfach nur phänomenal. Ne? Und da siehst du, dass das ganze Buch eingehaucht ist und inspiriert durch Gottes Geist. Genau. Weißt du, früher hatte ich mega Angst, mir deine Videos mal anzuschauen oder die von Apostate Prophet. Kennst du den wahrscheinlich, ne? Der kann ja auch Deutsch, der ist ja auch Deutsch-Türke. Früher hatte ich so eine mega Angst, mir deine Videos anzuschauen. Ich hatte einen damaligen Klassenkameraden, der ein arabischer Christ war und der war auch natürlich anti-islamisch, ne? Und der hat mir dann immer so Videos von dir geschickt. Ich habe mir nur so die paar Minuten lang angehört und als ich dann so die ersten unschönen Dinge gesehen habe, habe ich schnell ausgeschaltet und da habe ich auch so Herzrasen bekommen. Ich dachte so, nee, das kann doch nicht wahr sein, Aber mit der Zeit kam dann, habe ich dann viel zu viele Dinge bemerkt, die ich nicht mit meiner Moral vereinbaren konnte. Deswegen habe ich mal dann tatsächlich, wie sagt man das, habe ich mich selber gezwungen, dann mir das mal selber mal anzuschauen, auch diese Kritik und so weiter. Und da habe ich auch so diesen Schlussstrich gezogen und gesagt, nee, da kann ich nicht mehr mitmachen, so bei aller Liebe. Aber Islam ist ja viel mehr als nur Fasten, 5-mal am Tag beten, zur Moschee gehen, sich beschneiden lassen, kein Schwein essen und kein Alkohol trinken, was die meisten Türken zum Beispiel, also die meisten Türken denken ja, Islam ist nur das oder Hatsch machen und das war's. Aber die haben ja kein breites, kein tiefes Wissen, die kennen sich ja mit nichts aus eigentlich. Die sehen des Dschihads auch gar nicht aus, sie wissen ja gar nicht, was sie zu tun haben laut Islam. Genau. Es heißt ja, dass der Märtyrertod der allerschönste Tod ist. Ne? Natürlich, und dann wird alle deine Sünden vergeben. Ne? Genau. Und diese, wie du sie nennst, Euro-Shisha-Muslime, ich finde das immer so komisch, dass irgendwelche Kanaken oder irgendwelche so Kanaken-Mädchen, die da so mit einem Minirock in der Shisha-Bar hocken, mit Seiten auf Null, mit einem Rock, mit Röhrenjeans, mit aufgespritzten Lippen, sagen dann so, Wallah, ISIS und Taliban sind keine Muslime. Die haben keine Ahnung vom Islam. Islam ist Frieden und bla bla bla. Das ist ja auch lächerlich, weil die eben halt nicht wissen, was da drin steht. Die haben keine Ahnung vom Islam. Wie die meisten auch. Ja, das kommt noch dazu, ne? Wenn diese Leute dann da sitzen und dann eine Pfeife nach der anderen rauchen und dann losziehen, später dann Party machen und sagen, Islam ist Frieden. Und dabei haben sie niemals den Koran gelesen, nie sich mit Mohammed und seiner Biografie beschäftigt und so, ne? Ja. Ja, das ist unglaublich. Ja, das ist der wahre Islam, der Euro-Shishaismus, das sage ich ja immer. Die Euro-Shisha-Muslime sind die wahre Strömung des Islam. Genau. Als ich damals, als mein, wie soll ich sagen,
als ich sehr, sehr strenggläubig war, war ich auch ehrlich gesagt den Taliban oder dem IS oder anderen dschihadistischen Gruppierungen sehr wohlgesonnen. Ja, ich wusste schon, ja, das sind wahre Muslime, die machen das Richtige, die setzen das um, was im Koran und was in der Sunna steht. Sie imitieren Mohammed nach. Sie haben die Sira gelesen. Sie haben sich auch mit den Tafsiren auseinandergesetzt. Sie kennen auch die ganzen Fatwas von den Gelehrten und so weiter und so fort. Das sind ja die wahren Muslime, die diese weichgespülte Kacke da, die haben ja gar keinen Plan von nix. Also das ist ja. Ja, die versuchen, die Muslime davon abzuhalten, die wahre Botschaft des Islams zu begreifen, ne? Dass der Dschihad der Genau. Gipfel des Glaubens ist, ne? Selbst Genau. der Mohammed hat gefragt, welche Tat kommt denn dem Dschihad denn nahe? Da sagte er, ich kenne keine so eine Tat, die dem Dschihad näher kommt, ne? Fisabil dafür Allah zu kämpfen. Ne? Genau, vor ungefähr 10 Jahren war das. Das war so Mitte der 2010er Jahre. Ja, so 2014, 15, 16 ungefähr. Da war ja dieser ganze Hype um ISIS und so weiter und so fort. Und bei uns damals in der Moschee, in diesen türkischen DİTİB-Moscheen, haben da auch sehr viele junge Muslime, vor allem auch die Imame, stark kritisiert und sie mal darauf angesprochen, warum wird eigentlich hier Saz, also Gitarre, in der Moschee gespielt, warum malen wir hier solche Bilder, warum ist das alles hier durchmischt mit Männern und Frauen, warum ist das nicht so strikt, warum ist dein Bart so kurz, warum rasierst du dich als Imam, warum ist dein Tajweed so schlecht, warum bla bla bla. Also die junge Generation, die mit den ganzen salafistischen, mit Abu Naji, mit Pierre Vogel und dies und das aufgewachsen ist, sie war eigentlich aus islamischer Sicht viel näher am Islam dran als unsere ganzen Hodjas damals in der Moschee. Ja, und Die viele wurden auch raus. türkischen Genau. Muslime kannst du da überhaupt gar nicht ernst nehmen, diese Hodjas und sowas. Das ist gar kein Islam, Mann. Das ist eher Bidda, das ist eher Erneuerung, was sie da versuchen. Die versuchen, die Muslime halt so zu täuschen und in das Licht zu führen, was den Islam Genau, angeht, ja. ne? In der Brutalität. Du musst dir mal vorstellen, guck mal, was der Mohammed selber sagt. Mohammed ist ja der König des islamischen Staates selber. Jeder, der stirbt und nicht gekämpft hat oder die Absicht zu kämpfen hatte, stirbt auf einem Zweige der Heuchelei. Sahih Muslim 35:33. Und er selber wünscht sich nichts Sehnlicheres als zu Nackentherapien und nackentherapiert zu werden, um dann wieder zum Leben erweckt zu werden, um wieder weiter Nackentherapie zu verpassen und selber Nackentherapie zu werden. Das sehen wir in Sahih al-Bukhari, Hadith 36. Und Ja. dann sehen wir, und dann sagt der Mohammed, ich wurde vor der Stunde mit dem Schwert gesandt, damit Gott alleine angebetet wird, ohne Partner. Und mein Lebensunterhalt wird in den Schatten meines Speeres gestellt. Und Demütigung wird jedem auferlegt, der meinem Befehl nicht gehorcht. Und wer ein Volk nachahmt, ist einer von ihnen. Richtig, Heftig. richtig. Mein Lieber, du hast ja gerade eben noch über dieses Lied da ge gesprochen, also mit diesem Ausländer raus, Ausländer raus. Die deutsche Bevölkerung, sie ist ja mittlerweile schon aufgewacht und merkt langsam, okay, seit 2015 bis jetzt hat sich das schon deutlich verändert, ne? Ob das jetzt ernst gemeint war oder nur Spaß war, aber hinter jedem Spaß steht auch ein bisschen Ernsthaftigkeit und ernst meine ich nicht Ernsthaftigkeit. Was ich dazu sagen wollte, der Islam verbietet ja Integration. Also wer ein Volk nachahmt, dieser gehört auch zu denen. Und Genau. nur der Islam, also das geht nicht Hand in Hand. Also Islam und Europa Ja, oder die wahre Europäer. Muslime bleiben wahre Muslime hier in Deutschland, im Kuffarstaat oder suchen sich irgendwo ein Land, wo sie ihren Islam ausleben können und Richtig, vertrauen genau. Allah und Muhammad ja mehr als alles andere. Verstehst Richtig, du? genau. Genau. Also die Man Muslime, die wird. hier sind, was sind das? Das sind sogenannte Munafirin. Fertig aus. Ja. Richtig, richtig, richtig. Aber genau, aber selbst diese sind auch ein Fremdkörper in der westeuropäischen Gesellschaft. Ob das jetzt Frankreich ist, Deutschland, Niederlande, Belgien, Dänemark, was weiß ich, überall treten diese Probleme nur mit Muslimen auf, nicht mit Chinesen, nicht mit Iranern oder mit Aleviten. Zum Beispiel Iraner oder Aleviten sind ja eigentlich nicht so, sind ja keine Muslime, die meisten, wenn man ehrlich ist, ne? Die sind ja eher islamkritisch, ne? Und komischerweise fallen Aleviten und Iraner nie negativ auf. Ganz im Gegenteil, diese sind sehr integrationswillig. Diese haben meist eine gute Bildung, einen guten Job. Sie gehen auch mit ihren deutschen Kollegen ein Bier trinken oder führen auch Mischehen zwischen Deutschen und Iranern und Aleviten. Für den ist das gar kein Problem. Sie gehen in der Gesellschaft auf. Aber je strenger du an dem Islam festhältst, desto mehr kapselst du dich von der Gesellschaft auch ab. Das musst du ja auch als Muslim machen.
Ich habe auch gar kein Problem damit, wenn Muslime einfach, das einfach eine normale Religion wäre. Aber der Islam ist ja keine normale Religion. Der Islam ruft für übelsten Gewalttaten. Das ist ja das Problem, was wir haben. Wenn der Islam einfach so eine spirituelle Quelle wäre, wie Buddhismus, Hinduismus oder was, hätte ein Problem denn da? Aber die Muslime haben den Wahnsinn ja in ihren Schriften verzeichnet. Und das Vorbild Mohammeds gibt ihnen auch noch das Recht dazu, dann dementsprechend zu handeln. Ja, wenn mein Vorbild so Taten begangen hat, ja, wer bin ich denn nicht, dass ich das nachahme? Und da haben wir das Problem doch. Genau. Und ja, also das ist eigentlich eine Katastrophe. Ne? Also man muss, also ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, ne, für deine Arbeit, weil ja durch dich auch unter anderem, ja, bin ich auch da aufgewacht, habe das auch verlassen. Du kennst ja noch, auch du, Irfan, Pezi, was weiß ich, wie heißen diese ganzen anderen? Stürzenberger. Ja, Stürzenberger oder dieser Apostle Prophet, ja, eure Arbeit trägt ja Früchte. Ja, ich bin ja auch ein Beispiel dafür, dass eure Arbeit Früchte trägt, und macht weiter so. Ich wünsche euch auch nur das Beste. Gibt weiter Gas. Ich bin selber jetzt nicht religiös, also nachdem ich da raus bin, fällt es mir wirklich schwer an, jetzt wieder religiös zu werden. Das ist, kannst du ja nachvollziehen, ne? Ja, da, aber wir sind uns ja einig, dass der Herr Jesus Christus weitaus mehr ist als nur eine Religion, ne? Er ist ja nicht gekommen, um eine Religion zu gründen, sondern Sünder zu Buße. Und wenn du dich schuldig fühlst, da gibt es jemanden, wo du deine ganze Schuld bei ihm abladen kannst und gerettet werden darfst nach deinem Tod. Und das ist das Schöne an Jesus Christus, verstehst du? Der genau das Gegenteil von Religion macht. Religion sind Gift der Zeit. Genau. Schau mal, was mir auch früher mal aufgefallen ist. Mal angenommen, die Muslime machen Witze über Jesus, über das Christentum, über Juden vor allem, ne, über Hindus. Sie haben das immer ertragen, sie haben jetzt nie sie zurückgeschlagen oder zurückbeleidigt oder sowas, aber wenn das mal andersrum der Fall war, wenn irgendein Christen auch ansatzweise den Islam kritisiert hätte, hätte der direkt aufs Maul bekommen, der wäre direkt bespuckt worden und so weiter und so fort. Man merkt, dass diese Religion auch einen sehr großen Einfluss auf das Mindset, auf die... Du hast ja gesehen, was in England passiert ist mit Scharia-Polizei. Da ging das als erstes los, und dann wollte der Sven Lau damals genau das gleiche auch in Wuppertal durchsetzen. So, ne? So losgezogen. Genau. Hat natürlich genau, damals vor 10 Jahren ungefähr, 2014. Genau, ungefähr, da so war das. Ne? Und das ganze Vorbild ist ja, England war ja der Vorreiter. Die haben aber die Leute dort verhaftet in England. Die haben also in ihrem Bezirk angefangen, Scharia-Polizei durchzusetzen, diese Leute. Völlig krank. Und da haben so ganz normale feiernde Gäste sind dort rumgelaufen. Die eine hatte eventuell so einen Minirock oder was auch immer, hat die so ein Bierchen gehabt, meinte, no drink alcohol here. Ja, here ist alkoholfreie Zone, so mäßig, ne? Kein Alkohol hier. Wie dreist kann man nur sein, das ist unglaublich, also sehr, sehr fordernd. Armin, stell mal vor, ich gehe zu dir nach Hause rein und sage zu dir, ja, häng mal dieses Bild ab, mich stört das. Häng das so da vorne hin, mach mal so, wie ich dir das sage, guck dir das mal. Weißt du, als Migrant oder als Gast hast du einen gewissen Kredit, den du vom Gastgeber bekommen hast, ja. Mal angenommen, ich bin bei dir zu Hause und dein Bruder und ich sind beide bei dir zu Hause. Wenn dein Bruder sich einfach aus dem Kühlschrank rausnimmt, wäre das ja halb so wild, wie als wenn ich das machen würde, weil ich bin ein Außenstehender, ich bin ein Fremder, ich darf mir das nicht erlauben. Dein Bruder darf sich schon mehr erlauben als ich bei dir zu Hause. Du verstehst meinen Gedankengang, oder? Ja. Genau, und Muslime, die sind eigentlich die sind sehr dreist, die sind sehr fordernd. Sie vergessen mittlerweile, dass sie hier auf fremdem Boden sind. Sie sind in Europa und nicht bei denen und nicht bei sich zu Hause. Ja, die sagen, das Problem ist, sie sagen einfach, das Land gehört Allah und seinen Gesandten, und wir werden dann dieses System ändern. Aber das muss man ja auch machen als Muslim. Als Muslim darf man ja auch nicht in einer anderen Gesellschaft aufgehen, man muss sich immer spalten, man muss sich ja immer auch vom Äußerlichen von den Kuffar. Ja, Allah jagt ja den Muslimen ja Angst und Schrecken ein, sich nicht zu integrieren, zu begreifen. Genau. Du musst deine Hose kürzen, du musst dein Schnurrbart kürzen, du darfst deine Seiten nicht auf Null schneiden, so wie du das gerade hast zum Beispiel, du darfst nicht deine Augenbrauen zupfen, du
Du, da, streng genommen darf man ja auch keine westliche Kleidung tragen, ne? Das ist ja auch so eine Art Imitation der Kufaren, ne? Man muss ja auch Ja, immer aber Hauptsache, schön. die haben alle Ralf, hier Polo und Bros und sowas und vier Genau, Uhren und genau, sowas. Auch die dauert genau. die. Also, das ist ja. Genau, Amir, bei dieser Kalifatsdemo, die jetzt vor ein paar Wochen war, in Hamburg war das, glaube ich, ne? Was mir aufgefallen ist, dort sind alles Kanaken, keiner hat einen islamischen Bart, keiner die Oberlippe getrimmt, alle haben so einen freshen Bart, alle haben Seiten Ja, auf Null, alle tragen, sehen alle aus wie ich. genau, alle haben gezupfte Augenbrauen. Kunifort! Kunifort! Genau. Ich hoffe, ich wäre so deine Ecke. Du verstehst, aber wie steht das denn so, wenn du Kalifat und ist jetzt am Predigen? Genau. Amir. Aber genau diese Leute, wären die ersten, die dann dran wären, wenn ein Kalifat hier wäre. Ne? Die werden direkt Ja. ausgepeitscht worden für ihre gezupften Augenbrauen, Und islamisch, ja, genau. genau, für ihre unislamischen Werte. Freilandhühner protestieren für Legebatterien. Ja, richtig, genau. Leute, die zum Beispiel aus dem Iran oder aus Afghanistan kommen, die wissen ja, wovon sie reden. Sie haben den Realo-Islam zu spüren bekommen. Ich kenne genug Afghanen oder Iraner, die sehr moderat sind, die auch den Islam zu spüren bekommen haben und sie wissen, wovon sie reden. Und wenn sie dann sehen, dass irgendwelche Shisha-Muslime oder irgendwelche deutschen Mädchen, die zum Islam konvertieren, dann ein Kalifat fordern, ne? Sie, die Iraner und die Afghanen, also die Exil-Iraner und Afghanen, die reißen sich ja die Haare raus, wenn die so eine Scheiße hören. Ja, das ist ja unglaublich. Ja, wir können anhand des Beispiels im Iran sehen, dass der Islam absolut gefährlich ist, Mann. Absolut gefährlich. Genau. Ich hatte auch damals einen iranischen Kollegen, der war natürlich kein Moslem, der hat zwar einen arabischen Namen, genauso wie du, aber der war kein Moslem. Als er dann angefangen hat, mit mir zu chillen und mit meinen ganzen islamischen Kollegen, hatte dann auch mal am Ramadan teilgenommen, hat auch gefastet. Danach hatte das seinem Vater erzählt. Sein Vater hat ihm eine Ohrfeige gegeben dafür. Ja, der hat ihn sofort in die Schranken, also der hat ihm sofort gesagt, was Sache ist, dass er so eine Scheiße sofort sein lassen soll. Also die Iraner sind da sehr streng, was sowas angeht. Ne? Die wissen ja, wovon sie reden, die Iraner. Ne? Ja gut, mein Lieber, ich muss auch langsam los. Hat mich auf jeden Fall gefreut, mit dir zu quatschen. Ja, mich auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Möglichst auf jeden Fall zum Herrn finden. Danke sehr. Wir quatschen nochmal bestimmt, ja? Mach's gut. Alles Ciao, ciao. klar, alles Gottes Segen. okay. Ciao, ciao. Aber John, hast du es denn nicht endlich satt mit dieser Hetzerei? Jetzt mal im Ernst. Noch lange nicht. Was hat Danke. Charlie Chaplin gesagt? Einmal kennst du seinen berühmtesten Spruch von Charlie Chaplin? Ein Tag, an dem du nicht gehetzt hast, einmal wenigstens. An diesem Tag, der Tag ist ein verlorener Tag. Ein verlorener Tag, ein hetziger Tag ist ein verlorener Den Tag. Tag, an dem du nicht einmal mindestens gehetzt hast, ist ein verlorener Tag, hat Charlie Chaplin gesagt. Hallo, wer ist mit uns? Hallo, Gottes Segen zusammen. Gottes Segen, lieber. Ja, Armin, ich wollte nur noch sagen, dass ich ja, dass ich zum Herrn gebetet habe und mich ja, neu geboren, also dass ich das auf jeden Fall durchgezogen habe. Und ja, was bedeutet das auf jeden Fall für mich? Auf jeden Fall eine innere Veränderung. Also es ist sehr, sehr Wunderbar. stark, ja. Also ich spüre so man so eine tiefgreifende Veränderung. Hammer, Und wunderschön. ja, Herz und Geist auf jeden Fall. Wir Ich haben fühle sogar noch mich auf darüber jeden geredet, Fall. ne? Wo du noch Bitte? unsicher warst. Hatten wir nicht darüber schon geredet gehabt, wo du noch unsicher warst? Genau richtig, aber ich habe es ja dann auf jeden Fall gemacht, klar. Also ich habe dann Hammer. Wo ich gesagt in habe, möchtest du Zukunft. das nicht hier machen? Ich hatte dich doch gefragt, wolltest du es hier bei uns machen oder wolltest du das Ja, dann selber für dich richtig, richtig, richtig. machen? Ja, Das, was du Hammer. dich noch Seht erinnerst. ihr? Halleluja, gepriesen Ist sei der schön. Herr. Danke. Herr Jesus, wunderbar. Für die wundervolle Seele, die du gerettet hast, Herr. Eine Danke. frohe Botschaft, wenn ich es heute. Meine frohe Danke, Botschaft. danke. Erinnert euch noch, ihr Lieben, als ich mit ihm geredet habe, wo wir gesagt haben, komm, mach das hier, wo er gesagt hat, ich werde das dann zu Hause auf jeden Fall machen, wo ich gesagt habe, schieb das vor dich hinaus, der hat es getan. Amen. Ja, Sehr schön. richtig. Wieder eine Seele gerettet. Amen. Wieder eine Seele gerettet. Dankeschön, Dankeschön. Ja, Ja. und ja, ich bin, ich
bin sehr, sehr ja, froh. Ich bin innerlich ganz anders. Also ich spüre richtig stark so, dass da was ist. Ja, natürlich habe ich auch zu lieben Gott gesagt, dass er mir natürlich meine Fehler und Sünden auf jeden Fall vergibt und dass ich auf jeden Fall neu anfangen kann und dass ich ihn auch als meinen Erlöser sehe, dass er natürlich am Kreuz verstorben ist wegen uns und ja, ich bin... Wunderbar. Wundervoll. Beste Entscheidung. Amen. Auf jeden Fall, klar. Ja, ja. Danke auf jeden Fall, ja, dafür. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, nicht uns. Amen. Amen. Gut. Okay, wenn was ist, kommen wir mal wieder hoch, ne? Dankeschön. Ja, dann schönen Abend noch euch allen. Und danke, Schwester. Ja, ja, Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Hammer. Ja, genau. Auch die Geschwister sollen auch für den jungen Bruder hier beten, ne? Dass er da nicht vom Satan komplett gerissen wird. Hallo? Guten Tag, Gottes Segen. Gottes Segen. Ich hatte eine Frage, weil ich habe wieder mit meinem muslimischen Kollegen ein bisschen geredet und dann hat er mir gesagt, ja, aber guck mal, in deiner Bibel steht sogar, dass Gott bereut, also dass er einen Fehler gemacht hat und dass er nicht wusste, was er gemacht hat und da spricht er, glaube ich, darauf an, dass er eine Sinnflut gemacht hat, also Gott, und dass er es eben bereut hat, die Menschheit zu machen oder so. Nein, der Herr, es reute in seinem Herzen, weil die Menschen sich für ein so gewalttätiges Leben entschieden haben, ne? Und er kann nicht mehr in den freien Willen des Menschen eingreifen, sondern sie haben sich für ein gewalttätiges Leben entschieden. Der Herr hat dann durch die Sintflut dann alles hinweggerafft, ne? Das ist das. Aber wenn die Muslime so sind, ja, wie gehen die denn dann damit um, dass der Allah selber so total sich verwundert, warum Menschen ins Paradies in Ketten reingeführt werden? Wundert Gott sich? Wo steht das? Sure 2, 256. Du musst mich ausreden lassen. Sure 2, 256. Darfst du dir eben Kaffee? Guck mal, ich lese dir das vor. Das ist heftig. Korankiefsu.com. Das findest du nur im Arabischen. Die Muslime halten das vor den anderen Muslimen zurück, dass Allah sich wundert. Weil das war vor 20 Minuten, dann zeige ich ihm das jetzt und dann sage ich ihm, hier, schau mal, in deinem Buch steht dasselbe. Oder halt. Ja, guck mal, jetzt geht die Seite noch nicht mal auf. Ey. Ist das ein Müllhaufen. Ist irgendwas mit der saudi-arabischen Seite passiert? Warum geht die nicht mehr auf? Sure 2, Vers 256. Ja, genau. La ikraha fid din. Es gibt keinen Zwang in der Religion. Wenn du dann den Kommentar von Ibn Kathir durchliest, dann nimmt die Katastrophe erstmal richtig das Ausmaß an. Ne? Allah wundert sich, dass die Leute so in Ketten ins Paradies geführt werden. Gott wundert sich. Ne? Was so? Noro, ist das wirklich so? Ja, ist seit ein paar Tagen offline, heftig. Was ist denn da los? Also du siehst, die offizielle saudi-arabische Seite ist gerade offline. Also, ja, und dann... Erzählt Ibn Kathir, Sure 2, 256. Allah wundert sich, warum Menschen in Ketten ins Paradies geführt werden. Heftig. Aber wer ist das, dieser Ibn Kathir? Was ist das für einer? Seine höchsten Autoritäten des Islam, des sunnitischen Islams. Und der legt den Koran für die Muslime aus. Ah, von den Sunnis sogar? Ja klar, natürlich, das sind sonst. Ja, ja, weil die sagen ja, ne, Dings, wie heißen die anderen? Junge, hab ich's gerade vergessen. Es gibt jetzt Schiiten. Weil die, mit denen ich rede, das sind alles Syrer und Türken und das sind ja alles Sunniten. Und eben die sagen, ja, das Schiiten, ja, das sind keine richtigen Muslime für die und so, weil die ja eben glauben, dass noch ein Prophet kommt, glaube ich. Oder irgendwie sowas in der Art. Die glauben, aber, dass der Mahdi zurückkommt, ja, aber auch die Sunniten. Also vielen Dank, Amir. Dankeschön. Gott segne dich und deine Familie. Also nicht vergessen, ne? Es reute den Herrn.
der hat die Menschen dann quasi weggeraubt. Und der Herr kann nicht in den freien Willen des Menschen eingreifen. Ne? Daher hat er die Menschen dann, haben die Menschen sich für ein gewalttätiges Leben entschieden. Und der Herr hat dann die Menschheit ausradiert und durch eine andere ersetzt. Aber falls der Herr es wollen würde, könnte er schon eingreifen, oder? Er kann eingreifen, aber nicht in deinen freien Willen. Das ist das. Der freie Wille bleibt dem Menschen immer vorbehalten. Sonst könnte ja Adam sagen, ja, Gott, du warst es doch, dass ich das gemacht habe hier mit dem in Apfel beißen. Oder Eva. Du warst es doch schon. Da könnte man ihn ja anklagen, wenn wir keinen freien Willen hätten. Ja, okay. Also vielen Dank, schönen Abend noch. Gottes Segen, mein Lieber. Oder Lisa, was sagst du? Ja, absolut. Freie Wille. Wie du schon sagtest, sonst hätten wir eine Ausrede, ne, vor Gott, für unsere schlechte Taten. Ja, dann kann man sagen, ja, du hast mich ja so programmiert. Ich habe ja keinen freien Willen. Ich musste diese Schandtat tun, weil du das mich in mich hinein also programmiert hast. Und ich musste deine Programmierung einfach folgen. Was habe ich denn für eine Macht, gegen deine Programmierung anzukämpfen? Aber so läuft die Sache nicht vor Gericht. Da kannst du nicht sagen, ich habe das und das getan, weil ich programmiert bin. Genau. Da sagt ihr, ja, dann bist du auch genauso programmiert, jetzt hinter Gittern zu gehen. Geh mal jetzt, wie ein Roboter jetzt in die Zelle. Ja, genau. So. Und dass Gott es so reute, Lisa? Ja. Das ist halt, wie ich schon sagte, Gott weiß es im Voraus alles. Und trotzdem, wenn es mal soweit ist, geschieht was in seinem Herzen in dem Moment trotzdem. So wie ich das auch anhand eines Beispiels mal erläutert habe, wenn zum Beispiel ein Mann, der weiß, dass seine Frau fremd geht, ja, aber er kann es noch nicht richtig, sage ich mal, beweisen. Aber er weiß es in seinem Herz und er weiß auch, dass sie in Zukunft fremd gehen wird. Aber er kann es nicht richtig beweisen. So, und dann kommt es dann zu diesem Tag, wo die Frau dann fremd geht und dann ist der total außer sich, er ist traurig, aber eigentlich hat es schon immer gewusst. Aber wenn es zu diesem besagten Tag kommt, trotzdem geschieht was in seinem Herzen, obwohl er es wusste. Ja? Er bereut es trotzdem, mit der Frau zusammen gewesen zu sein, obwohl er wusste, dass die Frau das tun wird. So muss man das verstehen. Trotz des Vorwissens geschieht Traurigkeit in dem Moment, wo etwas geschieht. Ja, und Gott kann dann natürlich einen Ausdruck der Trauer zeigen, der Liebe zeigen. Du siehst doch, dass das alles Attribute, auch menschliche Attribute sind. Ne? Liebe, Wut und alles Mögliche, was dazugehört. Ne? Ja, sicher. Das haben wir alles von Gott geschenkt bekommen. Bevor wir auf die Erde kamen, wussten wir, was Trauer ist, was Liebe ist? Nein, wir waren nichts. Gott hat uns diese Dinge in uns hineingelegt. Ja, das sind göttliche Attribute, die wir dann bekommen haben. Ne? Lasset uns Menschen machen in unserem Bild, dass sie uns ähneln. Deswegen ist der Mensch in der Lage zu schöpfen, Neues zu kreieren, ja, wie Gott. Im kleinen Rahmen ist der Mensch zum Beispiel auch kreativ, kann neue Dinge schöpfen. Und das ist eben, weil er nach dem Ebenbild Gottes erschaffen worden ist. Der kann lieben, der kann hassen. Gott hasst ja auch. Gott hasst zum Beispiel die Sünde. Das Böse. So ist es auch mit uns. Wir hassen, wir lieben, wir empfinden Trauer, wir empfinden Eifersucht. Ja, wenn unsere Frau einen anderen Mann anschaut oder ne, begehrt, ne? So ist es mit Gott. Wenn er mit Israel spricht und sagt, dass ich ein eifersüchtiger Gott bin, laufe nicht anderen Götzen hinterher. Ich bin dein Ehemann. Schau nur auf mich. Ja. All das haben wir von Gott geschenkt bekommen. Woher wussten wir, bevor wir auf die Erde kamen, was Eifersucht ist? So sieht's aus. Durch die Erkenntnis, ne? Ja, das hat der Gott in uns hineingelegt, diese Dinge, nach seinem Ebenbild. Ja. Hallo, wer ist mit uns? Hallo? Hallo? Gold. Gold. Goldman Sachs. Gold. Goldie. Golden Boy. Der will nicht. Dann nicht.
Jetzt noch dieses schlimme Lied, I'm a golden boy, born to love, dieser schlimme Typ da. Es war so ein krankes Lied in den 90ern. Ja. So ein schlimmer Typ, der hat da so ein Lied, I'm a golden boy, born to love. Kenn ich nicht. Ganz, ganz schön übel. Richtige Izmir-Übel-Lied. Izmir. Izmir egal. Kennst du den Dönerverkäufer nicht, Izmir Übel? Der verkauft bestimmt sehr, sehr gutes Dönerfleisch von hinten aus der Bahnhof. Izmir Übel. Izmir Übel ist der heftigste Dönerverkäufer. Ich habe gehört, da ist in Berlin wieder Amoklauf, ne? Habe ich irgendwie kurzzeitig mitbekommen. Ja? Irgendwas Amoklauf, ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, unser tägliches Amoklauf gibt uns heute. Ja. Ja. Hast du das mitbekommen? 14-Jährige hat einen Anschlag geplant. Das ist eine 14-Jährige. Eine Frau, ein Mädchen? Mädchen, 14-Jährige, so eine... Ramboletta. Ja, so eine Ramboletta, so eine Niqab-Trägerin oder was war das? Eine 14-Jährige Graz, ne? Mit Beil und Messer, Lesa, bitte. Lesa. Mit Beil zu viel. Und Messer. Tagesspiegel, ich zitiere. Attentat auf ungläubige 14-Jährige. 14-Jährige in Graz wegen Planung von terroristischer Messerattacke festgenommen. Die 14-Jährige hatte bereits ein Beil und ein Messer sowie Kleidung für die Tat bereitgelegt. Bei der Hausdurchsuchung beschlagnahmte die Polizei mehrere Datenträger mit IS-Propagandamaterial. Ja. Die Polizei in der österreichischen Stadt Graz hat ein 14-jähriges Mädchen festgenommen, das eine terroristische Messerattacke im Stadtzentrum geplant haben soll. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag weiter mitteilte, wurden bei der Jugendlichen für die Tat vorbereitete Gegenstände sowie ein einschlägiges Propagandamaterial beschlagnahmt. Darunter waren auch Waffen und Propagandamaterial des Dschihadistenmiliz Islamischer Staat. Auf die Spur gekommen waren die Ermittler der 14-Jährigen demnach durch die Überwachung von Chats. Das ist auch wie heftig, ne? Ja. Weiter teilte die Polizei mit, ursprünglich habe der Hinweis einer europäischen Sicherheitsbehörde der Ermittler vom Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung Steiermark auf die Spur der aus Montenegro stammenden Jugendlichen. Das ist ja Montenegro, seit wann sind die denn so? Das ist so totaler Einzelfall, ne? Also so Seltenheit. Ja. Jugendlichen gebracht. Ist der Islamchip einmal drin, kann der auch einen ganz normalen, lieben Familienvater auch zu einem Zombie machen. Ne? Es muss nur dieser Islam-Chip ins Gehirn rein, dann läuft die Sache. Hast du Islam im Gehirn, Risa? Hast du Islam-Chip? Bist du eine Riesenbirne? Hast du Islam im Gehirn, so bist du eine Riesenbirne. Dann musst du wechseln, diese Birne, die du hast da oben, auf der Schulter. In der Stirne. Da musst du das Gehirn wechseln hinter der Stirne. Lisa, die 14-Jährige habe für ihren Anschlag bereits Waffen. 14-Jährige Lisa, hat bereits Waffen, ein Beil und ein Messer sowie Kleidung für die Tat. Die einen Mädchen spielen mit Barbiepuppen mit 14 und die anderen Mädchen haben Beile und Äxte bei sich um. Los. Ja, es sind zwei verschiedene Mädchen mit 14 Jahren, ja. Lisa, das Attentat sollte Ungläubigen gelten, erklärte die Polizei. Bei der Hausdurchsuchung bei den Mädchen seien die vorgesehenen Tatwaffen sowie mehrere Datenträger beschlagnahmt. Eine erste Sichtung ergab demnach, dass die 14-Jährige diverse IS-Propagandamaterial sowie zahlreiche Kampf- und Hinrichtungsvideos gesammelt hatte. Die Datenträger sollen nun weiter ausgewertet werden. Bei ihrer Vernehmung im Beisein eines Erziehungsberechtigten sowie stell dir mal vor, Lisa, eines Tages dein Kind wird zu so einem muslimischen Attentäter, Lisa. Das ist so grausam, ne? Und du selber als Familienvater hast überhaupt gar nichts mit dieser Religion zu tun, weißt du? Das ist so grausam. Wie viele arme deutsche Eltern ihre Kinder in den Syrienkrieg verloren haben, ne? Dass die Muslime hier mit den so Gehirnwäsche praktiziert haben. Ne? Krass. Ja, Islam ist für sehr viel Unglück auf der Erde verantwortlich. Aber diese ethnische Säuberung in Israel, also in Palästina, was da jetzt gerade geschieht, das löst ja Hass auf. Hass in den Herzen der Muslime in Deutschland, in Amerika, die sind ja stationiert hier. Und der Hass bei denen, wenn die das sehen,
steigt auf die ungläubige Nation hier, worin sie leben. Und dann werden die zuschlagen demnächst. Die kannst du nicht lange noch so halten, dass der Israel da mit ihren Glaubensgeschwistern sowas anstellt. Die werden da nicht so lange noch, also da geht's noch ab demnächst. Jetzt richtig ab. Man kann auch mit Anschlägen rechnen, ja. Ja, man kann es auch nicht den übel nehmen, ne? Wenn die sehen, dass ihre Glaubensgeschwister da einfach so millionenfach abgemetzelt werden, ne? Da Kinder, hunderte, tausende von Kindern einfach so, ne, abgemetzelt werden, da in Palästina. Klar, jeder normale Mensch, ne, wird sagen, das ist ein Genozid, was da stattfindet. Ne? Aber beide Seiten müssen sich leider die Köpfe einschlagen, weil sie nicht mit dem Herrn Jesus Christus gehen, weil sie mit ihrem eigenen Fleisch gehen. Müssen sie halt sich gegenseitig die Köpfe einschlagen und demnächst wird es dann zu einer Apokalypse kommen. Israel wird dann der Hauptschauplatz sein. Und der Herr nimmt aber auch diesen Kampf an, ne? Der Herr sagt, alles klar, ihr wollt mit mir, also mit meinem Volk kämpfen. Alles klar, lasst die Spiele beginnen. Mal gucken, wer am Ende steht. Deswegen, liebe Muslime, kommt zum Herrn Jesus Christus. Hört auf mit diesem Hass, mit diesem Kampf und Blutvergießen. Kommt zum Fürst des Friedens und lass es sein. Lasst es sein. Kommt zur Gerechtigkeit und zum Frieden. Wenn Israel und die Palästinenser sich die Köpfe einschlagen, dann ist es traurig genug. Ihr sollt da nicht mitmachen in diesem Sog. Der Satan wird euch verführen, da euch hineinzuziehen, damit ihr auch diesen Schund mitmacht. Kommt zum Herrn Jesus Christus und liebt eure Nächsten wie euch selbst, liebt eure Feinde. So kann der Satan euch nicht mehr zu etwas Bösem verführen. Ja. Der Herr wird sein Volk im Endeffekt schützen demnächst. Es ist ja Gott, der sein Volk auserwählt hat und er wird das nicht zulassen, dass sein Volk zerstört wird. Er hat es Israel versprochen. Ihr kämpft gegen Gott bald, ihr versteht das nicht, ne? Ihr kämpft gegen Gott des Universums, der dieses Volk hier auf der Erde auserwählt hat. Er wird das nicht zulassen, dass ihr Israel zerstören werdet. Versteht ihr das nicht, ne? Er wird mit euch in den Krieg ziehen. Und ihr wisst doch, wenn ihr mit Gott in den Krieg zieht, dass ihr den Kürzeren ziehen werdet. Ihr müsst das endlich mal begreifen. Ihr werdet draufgehen, wenn ihr gegen Israel ankämpfen werdet demnächst. Gott wird zwar erlauben, dass 2/3 von Israel draufgeht, Sacharja 13, Vers 8, ja, aber diesen letzten Drittel, das ist der Augapfel Gottes. Da wird nicht ein Kratzer an den Rand kommen. Der Herr Jesus wird vom Himmel herunterkommen und dann euch, die ihr dann gegen Israel aufmarschieren werdet, er wird euch in eure Bestandteile zerlegen. Ja. Ihr habt das mit dem Gott des Universums zu tun. Ihr begreift das einfach nicht, ne? Ja, deswegen kommt jetzt, gebt auf, hört auf damit. Das ist aber heftig, ne? So wie du das gerade sagst, so präsentiert das ja auch die Bibel, dass der Herr sein Volk ja nie im Stich lässt, ne? Er lässt es zwar manchmal durch Feuer gehen, aber der Herr hält ja immer noch seine schützende Hand über sein eigenes Volk. Ja, genau. Und wenn er seinem Volk das tausendjährige Friedensreich versprochen hat, er wird es auch einhalten. Da könnt ihr Muslime mit 800 Milliarden Muslime dagegen ankämpfen. Ihr werdet das nicht schaffen, weil ihr gegen Gott kämpft. Versteht ihr das? Er wird euch die Riegel davor schieben. Aber das ist ja auch angebracht. Ja, ich habe hier keine Steckdose frei. Hast du Dingsproblem oder was? Was denn? Nee, alles gut. Lade, nee, alles gut. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Gott segne dich und deine Familie. Wie geht es euch erstmal? Ist drin. Haben wir es gut und dir? Alhamdulillah. Ja, schön. Wem gehört das Land Israel? Was meinst du? Wem gehört das Land Israel? Land Israel, wem gehört das? Wem gehört das? Das ist eine gute Frage. Meiner Meinung nach gehört das Palästin. Aber was sagt denn dein Gott zu dem Thema? Und Israel,
Na? Was sagt denn dein Gott zu dem Thema? Was sagt mein Gott zu dem Thema? Ja, wem gehört das Land laut Allah? Laut Allah gehört das Land uns, yani sozusagen nicht den Muslimen und auch nicht den Juden. Er weiß das und nicht, du musst es ihm anzeigen. Ja, aber in Sure 17, Vers 101 bis 103 sagt Allah, dass er den Juden das Land gegeben hat. Warum rufen die Palästinenser sich darauf, dass das ihr Land ist? Ach, hey, ist was ich dir sage, Bruder, ich sage dir das so, was in Google steht, wird sehr viel manipuliert, sehr viel gelogen. Das ist aus Koran. Ach, hey, wenn du willst... Wenn du willst, wir treffen uns. Achi, ich hol dir die richtige Übersetzung, ein richtiges Buch von deutsche Übersetzung zu Koran. Ja, ne, Habib Elbi, das, was du alles hier im YouTube siehst, muss nicht alles so stehen, ja. Kann doch nicht dein Ernst sein, komm. Sogar muss nicht alles so sein. 21 heißt es sogar, dass Israel das Land der Juden ist. Dass Allah ihnen das gegeben hat. Isma, weißt du, was eigentlich bedeutet Israel auf dem arabischen, was bedeutet auf Arabisch Israel? Was bedeutet Israel, dieser Name Israel, was bedeutet wirklich im Koran, was es hat für einen Namen, weißt du das eigentlich? Israel bedeutet nicht Israel oder Juden oder keine Ahnung wer. Israel bedeutet Menschheit, die Menschen, Diener Gottes, die Menschen von Allah. Das ist Israel. Früher hat man nicht gesagt, ja, der ist Christ oder der ist das. Man hat gesagt zu ihm, er ist Israel. Ja, nee. Ja, nee, ich küsse dein Herz. Du kannst vieles verwechseln. Es kann alles Mögliche kann man in Google dastehen und den Islam schlecht dazu machen oder auch den Christentum oder egal was. Aber du weißt ganz genau, wovon ich rede. Ja, nee, wenn du wärst früher Muslim gewesen, müsstest du wissen eigentlich, was bedeutet Israel. Was der Wort Israel bedeutet. Müsstest du wissen, Achi. Ich will nicht gegen dich schießen, ich will nicht irgendwas machen. Aber Bruder, denk nicht immer alles falsch vom Koran oder von irgendetwas. Was ein Muslim ist, Bruder, ein Muslim schadet kein Jude, ein Muslim schadet kein Christ, ein Muslim macht nicht die der Sachen, die was ein Muslim nicht machen sollte. Wenn du über Muslime schlecht reden willst, rede nicht über die Muslime schlecht, rede über den Menschen schlecht. Lech abtithak, yani warum lachst du? Warum, was gibst du zum Lachen? Weißt du, dass du diese Dinge nicht ernst nehmen solltest? Jeder Satz von dir ist falsch. Quatsch, Mann. Na. Mashi, wenn du so meinst, Mashi. Du hast deine eigene Islam gebastelt, was nicht existiert. Hey, Mashi, wenn du so sagst. Soll jeder zu mir sagen, ich bin irgendeiner? Aber so. Deshalb weißt du eigentlich, dass ja, mir ist egal, was du von mir hältst. Wortwörtlich Gott kämpft bedeutet, ne? Israel. Ne? Gott ist Kämpfer oder Gott kämpft, ja. Gott kämpft, genau. Ja. Deswegen heißt es ja, ich kämpfe für euch. Ihr sollt still sein. Ich bin Christentum. Ja, und die Muslime werden demnächst gegen Gott kämpfen, gegen sein Volk. Und dann wird Gott denen zeigen, was abgeht demnächst. Dann wird die ganze islamische Nation aufmarschieren gegen Israel. Das steht so in der Bibel. Ihr werdet euch zusammentun, alle muslimischen Länder, und dann gegen Israel kämpfen. Und zwei Drittel von Israel wird getötet werden durch euch. Und der letzte Drittel wird übrig bleiben. Und der Herr Jesus kommt zurück vom Himmel runter, um diesen letzten Drittel vor euch zu retten. Ja, und dann könnt ihr gegen den Gott des Universums kämpfen. Dann bin ich mal gespannt, wie ihr bestehen werdet. Und es steht auch schon da, es steht auch in Sacharja Kapitel 14, dass während ihr noch auf euren Beinen steht, innerhalb von einer Millisekunde der Herr eure Zellen in euch also abtöten wird. Das heißt, ihr werdet in euch zusammenfallen, wie so ein Haufen, also wie so ein kleiner Klumpen Fleisch. Wie bei der Szene bei Dings, die Mumie, ja. Hast du ja gesehen, die sitzt auf einem in Sand. So ja, genau. Schmelzen, ihr werdet schmelzen in euren Zellen, während ihr noch auf den Füßen steht. Das steht in Sacharja Kapitel 14, weil ihr gegen Israel angekämpft habt. Heftig. Das wird euch passieren. Mir ist egal, wovon. Das steht in der Bibel. Das wird uns passieren. Ja. Ja.
Ihr werdet in der Bibel, ja. Israel wenn kämpfen. Es uns so passieren sollte, dann lass einfach später abwarten, Bruder. Jeder wird von uns irgendwann mal sterben. Ja, und dann wird das genauso alles herauskommen, Bruder. Die Wahrheit und die Lüge. Lass und das geht sehr schnell, wenn du tot bist, Bruder, weißt du? Ja, genau. Wir reden mal. Wir reden im zweiten Leben. Mal, wenn wir dann sterben, Lisa. Wenn wir reden, dann sterben wir, Lisa. Dann reden wir, wenn wir gestorben sind. Okay, dann reden wir beide zusammen mit Chai trinken. Na. Hast du verstanden, wie die Bibel sagt, wie das läuft, dass ihr Israel angreifen werdet? Zwei Drittel von Israel wird getötet werden durch euch. Der letzte Drittel wird übrig bleiben. Der Herr Jesus kommt dann in dem Moment zurück vom Himmel auf die Erde, um seinen letzten Drittel zu retten vor euch. So wird das ablaufen. So wird das ablaufen. Ob du willst oder nicht. Und du musst wissen, auf welcher Seite du stehst. Jeder soll leiden, der Unrecht antut. Tayyip, dafür bin ich sehr in der Meinung. Genau. Da muss der Mohammed ja am meisten leiden, weil er den Leuten nur Unrecht angetan hat. Ja, und wenn du so sagst. Was hat er denn gemacht? Khair, inshallah. Khalas, khalas. Was hat er denn gemacht? Er hat die ganzen Juden und Christen aus der arabischen Halbinsel vertrieben und ihnen das Land weggenommen. Und wo steht das? In Sahih Muslim, sage ich. Irgendwo soll das da irgendwo stehen, wenn er sagt. Aber was er sagt, Israel, er denkt, Israel ist Israel. Aber Israel bedeutet in Arabisch Diener Gottes. Er weiß schon, was yani, bedeutet. Er weiß ganz genau, wovon er redet, aber er tut gerade so, dass er hätte keine Ahnung oder irgendetwas. Yani, wenn du wärst früher Muslim gewesen, dann vielleicht würdest du das wissen, Bruder, was soll ich dir sagen? Ach, yani, jeder soll leiden. Die Welt gehört uns, yani, wer sind wir, dass wir um die Welt Politik machen? Yani, ich küsse dein Herz, diese Welt hat Gott erschaffen. Yani, wer will groß reden? Ich küsse dein Herz, soll doch jeder in Frieden leben. Aber ihr wollt keine Ahnung, irgendwelche Religion schlecht darstellen, wie, keine Ahnung, ich will euch jetzt hier nicht beleidigen. Den Vers gezeigt. Den Vers ist auch nicht meine Seite, aber. Mashi, was ihr hält, was ihr da seht, aber macht nicht den Islam da schlecht. Allah sagt im Koran, weil dass der da das Land den Juden gehört. Dass Israel den Juden gehört. Allah sagt das. Und du musst das begreifen. Und nicht gegen Allah kämpfen. Wie steht das denn? Okay, wie steht das? Steht da genau Juden oder was? Israel. Sprich mal auf Arabisch. Lies mir das mal auf Arabisch durch. Hör mal. Sahih Muslim 1767a. Mohammed sprach, ich werde die Juden und die Christen aus der arabischen Halbinsel vertreiben und nicht als Muslime drin lassen. Schön, ne? Allah, ich bin nicht bei mir zu Hause, damit ich meinen Koran in meiner deutschen Übersetzung, mein einzigartiges, beste Buch dabei habe, aber der ist beim nächsten Mal, inshallah, ich komme nochmal. Weil der hat sein Buch nicht dabei, Lisa. Guck mal, wie der ist. Bruder, mir ist egal, was ihr von mir hält. Aber egal, ich will euch nichts Schlechtes. Ihr wollt vielleicht nur. Gott hat das wunderschön gemacht in Sura 95, Vers 5. Schon? Also hat Allah einen Fehler gemacht, als er mich geschaffen hat, ne? Warum soll Allah bei dir einen Fehler gemacht haben? Das ist gerade das Ehrenloseste, was du gerade zu Gott sagst. Weißt du, dass du Behinderter? Das Größte, gerade was du gerade sagst, ist das Schlimmste. Dein Kollege hat doch gerade gesagt, guck mal, wie hässlich er ist. Was hat mein Kollege gesagt? Ja, frag ihn mal, was er gerade gesagt hat. Was hat mein Kollege gesagt? Wie hässlich ich bin. Ich meinte Heuchler, weil du meinst, du hast dich lustig über ihn gemacht, weil natürlich hat er keinen Koran draußen. Ist doch logisch, oder? Du hast doch auch, wenn du nicht draußen gehst, wahrscheinlich die Bibel nicht, oder? Kannst du deinem Kumpel nicht helfen? Google hilft mir nicht, Bruder Herz. Google hilft mir nicht, Bruder. Muss man ehrlich sein, weißt du? Nächstes Mal, ich sage dir einfach, ich komme so. Aus! Nicht mehr normal. Der Kollege könnte ihm nicht helfen. Das ist nicht mehr normal. Hast du ein Handy dabei? Hilf doch dein Kumpel. Guck doch schnell nach. Unglaublich. Jetzt wären wir in der Irrenanstalt hier. Der Kollege ist daneben und kann seinen anderen Kollegen nicht helfen. Neandertaler, ja genau, echt. So richtig Neandertaler-Verhalten. Ja, Allah hat doch gesagt in Sura 95, dass er uns alle wunderschön gemacht hat. Ich guck mal. Sura 95, was steht hier?
bei der Feige und der Olive, also der Allah, der schwört immer bei Feigen und Oliven und dem Berg Sinin und dieser sicheren Ortschaft. Wir haben den Menschen ja in schönster Gestaltung erschaffen, seht ihr, Dr. Sheikh Abamil? Seht ihr, wie ich das sogar noch weiß, Sure 95, Vers 4. Wir haben den Menschen ja in schönster Gestaltung geschaffen. Also Allah hat mich wunderschön geschaffen und euch auch. Wenn also jemand sagt, guck mal, wie hässlich der ist, dann sagst du, ja, dein Gott hat dann einen Fehler gemacht. Immer vorsichtig sein. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden. Du bist hier im Gericht. Dass ich diese ganzen Verse noch im Kopf habe, von damals noch heftig. Danke. Reza, Allah hat dich sehr wunderschön gemacht, Reza. Ja. Bei mir hat sich Allah sehr, sehr viel Mühe gegeben. Er hatte sich richtig Zeit genommen. Ja. Bei mir auch. Bei mir hat er sich richtig, richtig viel Zeit genommen. Reza. Ja, bei dir nicht so viel, nee, so 2 Minuten. Bei mir hat er sich wirklich mal richtig 2-3 Wochen Zeit genommen. 2-3 Wochen. Da sieht man das, den Unterschied in den Ergebnissen. Ja, da hast du recht. Also der eine sieht dann doch dementsprechend heftiger aus wie der andere. Oh, meine Haarpracht. Oh, meine Haarpracht, wie wunderschön. Guck mal, wie mein Bruder aussieht, ey. Guck mal, diese Haarpracht. Allein für diese Haare hat er so lange gebraucht, um das zu erschaffen. Das kannst du keinem erzählen. Guck dir diesen türkischen Gemüsehändler an, ist er? Das ist eine Haarpracht, das kann nur ein Gott erschaffen. Das ist so heftig. Bitte, wo hast du dieses Bild überhaupt? Wer ist das nochmal? Ist das so ein Goldhändler oder was ist das? Ja, fast. Der hat so ein, so, was ist das so? Mandel Nussladen, ja. Und der kommt immer so, der hat, stellt eine Kamera auf und der kommt so langsam in die Kamera von hinten so und lächelt dann mit so einem Kopf. Genau. Kennst du den noch nicht? Der ist so bekannt, sehr, sehr bekannt. Was macht der denn? Also was macht der? Murat Erdem heißt der. Also, okay, ja, Murat Erdem, ja. Ich weiß nur, da kommt er so ins Bild, dann lächelt er so. Ja, genau. Das ist alles, was. Und ich habe gedacht am Anfang, das ist so Satire, weil wie der so aussieht, das ist ja so lustig, der macht sich extra so sein Aussehen extra so den Clown, damit er eben so lustig, aber der meint das ernst. Der findet sich hübsch. Ja. Der meint das wirklich ernst mit seinem Aussehen. Ja. Und dann wusste ich, das muss unterstützt werden, sowas Schönes. Das ist unterstützt. Das ist heftig. Das kann nur unterstützt werden, sowas. Sehr gut. Mit 14 Jahren, was für Gedankengut man haben kann, ne? Mit 14, ja. Ja, wenn der Islam-Chip auf einmal drin ist im Kopf, dann ist vorbei. So geisteskrank. Die Leute verstehen nicht das Gefahrenpotenzial, was der Islam hat. Das verstehen die einfach nicht. Die unterschätzen das. Traurig. Ich würde gerne mal die Eltern so befragen, wie das Ganze zustande kam, warum die nicht auf das Kind aufgepasst haben. Wer diese Eltern überhaupt sind, sind die auch so radikal oder was? Meistens nicht, ne? Nee. Die Eltern sind ganz normal drauf, ne? Ja. Aber wie gesagt, das wird noch richtig, richtig übel werden demnächst, weil der Hass der Muslime wegen das, was Israel mit den Palästinensern anstellt, wird sich so steigern bis ins Unermessliche und dann geht's richtig ab demnächst. Ja, jede Woche ist in den Großstädten Demonstration für Palästina. Ne? Jede Woche. Ja. Das wird sich hochschaukeln. Und es wird große Anschläge geben demnächst, hier überall. Messerangriffe und so weiter, ja. Wahllose Messerangriffe, Anschläge, ja. Das wird sich steigern demnächst. Jetzt kommt auch noch die EM, Lisa. Die EM. Ja, da wird auch bestimmt was passieren. Ja, die Polizei kann nicht überall gleichzeitig alle beschützen. Das ist Quatsch, das ist ja Wahnsinn. Wie willst du denn...
Da muss ja die Armee ausrücken, ne? Die ganzen Reservisten müssen auch wieder mobilisiert werden und alles. Das ist Wahnsinn. Ja. Wenn die einmal anfangen, ne? Ja, muss man vorstellen, da die Israelis bombardieren alles kaputt da in Gaza und so und töten dann Menschen und gleichzeitig gibt es so Fußball-Weltmeisterschaft, wo die Leute so alle grölen, fröhlich sind, gleichzeitig. Amir, was das für eine kranke Welt das ist. Wie krank diese Welt ist, ne? Boah. Das ist die kranke Welt. Das ist heftig, du hast ja vollkommen recht. Auf der einen Seite sehen wir, wie Israel alles zerbombt. Ja, und gleichzeitig 20 Kilometer weiter sind die am fröhlich am Klatschen und so, ey Ronaldo, ey! Boah. Boah. Ja, da siehst du mal, was der Mensch ist. Wie verrückt dieses Lebewesen ist. Wie entartet er ist. Und dass der Herr seine Zorn über diese Menschheit... Der hält noch seinen Zorn zurück, aber... Wir haben es verdient, ne? Die Menschheit hat es verdient. Ja, natürlich. Eigentlich hätten wir es auch verdient, alle. Aber weil wir unter seiner Gnade stehen, weil wir seine Gnade in Anspruch genommen haben, kommen wir von seinem Zorn weg. Aber die anderen bekommen seinen Zorn ab. Und der Zorn Gottes ging an denen vorbei, wo das Blut des Lammes war. Ja, genau. Ah, wo war das nochmal, Lisa? In welchem Buch? Zweite Buch Mose, ne, war das? Genau, mit den Plagen. Exodus, ne? Exodus Kapitel? Exodus. Sekunde. Ich glaube, Exodus 12, ne? Ja, genau. Mose 12, Vers 7. 12, Vers 7, ne? Ja, genau. Zweites Buch Mose, Kapitel 12. So. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, indem sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, der Herr, und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorbeigehen. Und es wird euch dort am ganzen Körper. Das ist so krank. Ja. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Boah. Und das bedeutet, schonend vorübergehen bedeutet eben Pessach. Deswegen feiern die Juden ja diesen Pessach, das Fest der ungesäuerten Brote, das Pessachfest. Daran erinnern sie eben, dass das Blut des Lammes über sie war und deswegen Gott sie nicht gestraft hat. Deswegen sagt der Herr, wenn ich das Blut des Christus... Ja, der Herr Jesus. Genau. Und das können wir übertragen auf uns. Da sagt Gott, wenn ich das Blut meines Sohnes, das Lamm meines Sohnes, dass er das Lamm ist, das für euch geschlachtet wurde zur Opferung. Wenn ich das sehe über euch, das Blut, was durch sein Opfer für euch vergossen wurde,
dann geh schonend an euch vorüber und ihr werdet nicht durch eure Sünden von mir bestraft werden. Das ist Pessach für uns auch dasselbe. Übertragen. Wundervoll. Deswegen wird Gott am Gericht, am Tage des Gerichts, schonend an uns vorbeigehen. Wir werden also freigesprochen. Der Zorn des Vaters wird von uns gehen. Ja. Hallo? Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Lass mich. Oder eine Frage. Ja. Schämst du dich nicht, den Leib Allah Satan zu nennen? Soll ich das beweisen? Warte. Soll ich auch sagen, Jesus ist dein Hund? Das kannst du machen und beweisen. Wenn du das beweisen kannst, ist kein Problem. Ja, wenn du hör mir zu, ich respektiere deine Religion, wie du meine solltest. Ich habe keinen Respekt vor deiner Religion. Warum soll ich Respekt vor einer Religion haben, die dazu aufruft, mich und meine Geschwister zu unterdrücken? Unterdrücken? Ja. Warum sollte sie das? Ja, Allah sagt ja in Sure 9, Vers 29, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben und die nicht das verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben, von den Leuten der Schrift, das heißt Ahlul Kitab. Es steht auch, respektiere deine Feinde. Was? Respektiere deine Feinde. Ich glaube, du hast Mickey aus der Frage. Warte, eine Frage. Warst du mal früher Muslim? Nein, ich war Bossgang. warte. Bossgang, Bushido. Wie bist du dazu gekommen zu kommentieren? Ja, indem ich die Wahrheit herausgefunden habe über Allah und seine Religion und herausgefunden habe, dass Mohammed niemals ein Prophet war. Das war's. Viel Spaß in der Hölle. Das war's? Nein, Wallah so. Oh, dass der Prophet die ganze Zeit unter Kontrolle von Satan war, das ist kein Problem, ne? Ihr werdet alle sehen, Yawm al-Qiyamah, Wallah. Was werden wir denn da sehen? Allah Schienbein? Wallah, ich bin ein Hund, wenn du einmal ein Moslem warst. Ich bin ein Hund. Siehst du? Also der kann das nicht ertragen. Du warst ein Hurensohn, du warst kein Moslem, du warst ein Hurensohn. Siehst du, was das für ein Typ ist? Gott segne dich und deine Familie. Siehst du, was für du ein Typ ist? Allah Schienbein auf deinen Kopf sein. Möge Allah Schienbein auf deinen Kopf sein. Er sagt jetzt in mir Pumpen. Ist das ein. Ja. Das ist halt der Islam, ne? Das sind die Muslime, ne? Das ist das Problem. Und Gott sei Dank sind wir raus aus dieser Religion. Ja. Und haben auch damals so wie raus aus dieser Religion. Guten Abend. Hallo, Gott segne dich. Hallo? Oh, mein Headset. Hallo? Headset. Hallo. Hört ihr mich? Ja. Ja, ich mach mal mein Headset an. Ja, auch mal dein Headset. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, Headset. Ich versuche das einzuschalten hier. Ich bin ja noch nicht offline. Man könnte auch, sagen, das Headset. Headset, Kopfhörer. Ja, aber ich meine das hauptsächliche Set. Zum Hetzen. Ein Set zum Hetzen. Ich hab's jetzt. Headset. Ich dachte, ich muss mich doch mal einschalten hier, weil es wird ja doch Zeit, dass man mal fragt, ob jemand von euch überhaupt die Bhagavad Gita kennt. Ja, das ist halt die hinduistische Lehre, ne? Der Hindus. Ach so, mein Bruder kennt sie auch. Die hinduistische Lehre, dankeschön. Das ist schon mal etwas, das ist schön zu wissen. Ja, ich will nämlich darüber ein bisschen mehr erfahren, auch ehrlich gesagt, über diese Sache, weil ich bin mit dem Krishna stark verbunden und finde das ein bisschen traurig, dass dieses Buch so in den Hintergrund liegt und dass man sich über diese anderen Bücher so vordergründig streitet. Warum nimmt man nicht einfach mal diese Bhagavad Gita ein bisschen mehr in den Vordergrund? Weil da ist halt auch die meiste Wahrheit drin. Nein, der Hinduismus propagiert ja ein Vielgötterglaube. Die haben ja mehrere tausend Götter, einen Elefantengott. Also der Hinduismus selber ist jetzt für mich nicht so spannend wie Krishna, muss ich sagen. Also ich kenne den Hinduismus gar nicht. Aber Krishna ist doch einer der Götter. So ein Segen. Ja, einer der, das ist schon wieder etwas, was ich nicht weiß. Guck mal, bei mir ist es so, dass mein Leben sich einfach nur mit Gott gezeigt hat. Also ich lebe eigentlich nur für den seit über 30 Jahren und ich wusste nicht mal seinen Namen. Er hat mir so oft das Leben gerettet, er hat mir so oft wirklich das Leben gerettet, das kann sich kein Mensch vorstellen, seit ich klein bin schon. Und ich habe immer so nie genau gewusst, wie er heißt. Ja, genau, jetzt weiß ich, dass Krishna war. Also jetzt weiß ich erst, dass er das ist und ich weiß das erst seit letztes Jahr. Vielen Dank. Krishna, genau, Krishna hat dir dein Leben gerettet. Einer von den 5 Millionen Göttern, der hat dir dein Leben gerettet.
Ja, im Hinduismus ist halt viel Götterglaube, das ist Polytheismus. Also der Hinduismus gehört zu den polytheistischen Religionen, wo viele Anzahlen, eine große Anzahl von Göttern angebetet wird. Darunter auch der satanische Kali-Kult. Kali-Kult, man, genau, Menschenopferung. Ja, Menschenopferung, ja, genau. Hallo? Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja. Hier, Shiva Shinguri, Lisa. Da ist wieder eine Kandidatin für dich. Ja. Shalida, kapti de. Amir, du kleiner Hetzer. Na, wieder mal die Leute verrückt machen. Kalima, Mutter Kali, Kalima, Shakti de. Shakti ist ja Kraft im Hinduistischen. Das ist diese Lebenskraft. Und der Priester hat dann das Messer gehoben und dann eben das Herz des Opfers da, ne, heraus, TikTok sportlich, und dann hat er dabei gesagt, Kalima, Mutter Kali. Ich hab Bock jetzt auf Kalimares, Reza. Jetzt habe ich Bock auf Kalimares, Reza. Ja, sag sie dir, gib mir die Kraft. Gib mir meine Kalimares, Kalamares. Sag sie dir. Sag sie dir. Okay, die Grill auf Teller, die Idee. Gerade Scherze, oder? Was ist hier los? Ich hab Bock auf Kalimares bekommen. Meeresfrüchte. Das ist kein Scherz, das ist vollkommener Ernst. Das ist der Gott Kalimares. Der wird gleich mit dir zusammen, werden wir den anbeten. Bist du bereit? Was ist Kalimares, wenn ich fragen darf? Kalimares ist ein Gott, der im Meer wohnt. Ein und Gott, sehr gut der schmeckt. Meer wohnt. Und der sehr gut schmeckt, wenn du den gebrauchst. Okay. Also könnte ich jetzt einen Gott essen, oder was? Ja, du kannst einer deiner Hindu-Götter essen, genau, das kannst du machen. Achso, ich bin kein Hindu. Ja, was hast du da für einen Namen, ey? Was ist das, Shinguishinga, ey? Nein, das ist mein Name, also der wird da geschrieben, ne? Shiva heißt du, und du hast ja, mit Hinduismus ja, genau, zu tun. Genau. Aber der Hindu, das wird mit V geschrieben, ich werde mit W geschrieben. Achso, ja, stimmt, ja. Also da gibst du Verwechslungsgefahr, ja. Ja. Was können wir gegen dich tun, Shiva? Puh, also du kannst mir da auf jeden Fall nicht weiterhelfen. Also da kann mir keiner weiterhelfen. Also das ist schon so schlimm. Kann denn jemand überhaupt dir helfen? Sie bitte? Kann dir jemand überhaupt helfen? Ja, das wahrscheinlich. Da kann keiner dir helfen. Oder durch Hilfe von anderen, ja, durch Tipps und so. Aber den Rest muss ich halt alleine schaffen, ne? Tipps und Tricks. Ja, genau. Ich höre euch einfach nur manchmal zu, wie ihr redet und wie er mir hier die Kleinen auseinander nimmt und ja, so ein kleiner Stichler so. Wie glaubst du denn überhaupt an einen Gott? Ja, das ist schwer zu sagen, weißt du. Also ich glaube, dass es irgendwas gibt. Sehr gut. Aber was genau noch nicht, weil ich habe es ja noch nie gefühlt oder gesehen, weißt du, ich kann da jetzt nichts sagen, wirklich. Willst du ihn kennenlernen, diesen unsichtbaren Wesen, was du jetzt gerade beschrieben hast, was, wo du ihn noch nicht so richtig definieren kannst, aber du weißt, dass er da ist. Willst du ihn kennenlernen? Ja, also ich verstehe zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, du kommst in die Hölle oder Himmel, für mich ist hier Himmel und Hölle, jetzt, das jetzt und hier, wo ich lebe. Entweder mache ich mir das Leben zur Hölle oder das Leben zu Himmel. Nein, ja gut, aber es gibt da einen Tod. Es gibt einen Tod und dann gehst du in die Ewigkeit. Jetzt ist die Frage, kommt da nach dem Tod jetzt was oder kommt da nichts nach dem Tod? Wenn es aber etwas kommt nach dem Tod und das ist nicht so schön, so ein bisschen gefährlich, und das ist aber in der Ewigkeit, da bist du sozusagen gearscht, wenn ich das so salopp formulieren darf. Ja, das weiß ich ja nicht. Ich habe es ja noch nie gesehen oder gefühlt, deswegen kann ich das ja nicht sagen. Ja gut, du hast aber gesagt, dass dieses Wesen, woran du glaubst, alles erschaffen hat auch, ja? Das ganze Universum, die Erde. Das habe ich nicht gesagt. Ach so, der fliegt einfach rum und der weiß selber nicht, was er will. Oder? Nee, das meine ich ja auch nicht. Also in dem Sinne von, ich glaube schon, dass es irgendetwas gibt, ja, außer Menschen. Also kann ja sein, ich weiß. Ja, aber wie ist das alles entstanden? Durch diese. Wir könnten ja nicht alleine sein. Ja. Warum sollte es uns alleine geben, wenn das Universum so groß ist? Ja, genau. Aber also dieses Wesen hatte das Universum erschaffen oder ist das selber eine Schöpfung?
Das weiß ich nicht. Darauf kann ich dir keine Antwort geben. Also hier gut, du willst dann den Urschöpfer doch herausfinden. Du willst doch den Urschöpfer suchen, der wirklich der die Urquelle alles Seins ist. Richtig? Ja, wenn du es mir erklären kannst, dann versuchst du mir mal zu erklären. Ja, du musst ihn ja selber suchen. Ich kann dir denn nicht hier hinzaubern. Der wird sich auch nicht von mir irgendwie vor dir hinzaubern lassen. Du musst selber ihn in einem Gebet auffordern, dass er sich dir offenbart. Und er wird das tun. Und wie hast du es geschafft? Also wie bist du dazu gekommen? Ich habe einfach neutral einfach gerufen in meinem Geist. Wusste ich, dass er mich auch hört, weil er allmächtig ist. Wusste ich, dass er gerade das hört, was ich ihm sage. Und dann habe ich gesagt, wer bist du? Gibt es dich, wenn es dich gibt? Und ich weiß, dass es dich gibt. Offenbare dich mir, ich will dich kennenlernen. Ja, und dann hat er sich mir offenbart. Also hast du auch was gehört? Oder? Er hat mir also auf wundersame Art und Weise sich gezeigt, wer er ist. Ich wusste gar nicht, also wer er sein soll. Ich habe mit allem anderen gerechnet, nur nicht mit dem, der sich auch gemeldet hat bei mir. Ich habe eine Verstoßverwarnung bekommen wegen Mobbing. Hä? Leid ist für ein bestimmtes Publikum eingeschränkt. Was ist das denn? Also ich bin jetzt nicht gläubig oder so, aber also ich habe wirklich nicht irgendwie gegen irgendeine Religion irgendetwas. Also das, da halte ich mich auch meist raus, wenn die meisten reden, weil ich kann halt nur das sagen, was ich weiß in dem Moment. Ich habe jetzt nicht. Gut, der Tod wird kommen, das sind wir uns sicher, richtig? Du wirst eines Tages sterben. Ja, und wenn du das Geheimnis nicht herausgefunden hast, was nach dem Tod auf dich zukommt, dann bist du doch mit Risiko in den Tod gegangen, richtig? 50-50. Ja, aber wer soll mir denn sagen, dass ich genau diesen Weg gehen muss? Deswegen musst du jetzt fragen, den Schöpfer. Wenn es dich gibt, musst du sagen, so ehrlich reden mit ihm. Wenn es dich gibt, ich möchte dich kennenlernen. Zeig dich mir, offenbare dich mir. Und er wird es tun, 100% wird er sich dir offenbaren. Auf wundersame Art und Weise. Und dann weißt du, wer er ist. Und dann wirst du ihm die Ehre geben. Aber er verlangt von dir, dass du ihn suchst. Dass du ihn wirklich von ganzem Herzen suchst. Und dass du ihn kennenlernen willst. Und dann wird er sich dir offenbaren. Ja, zum Beispiel, ich bin auch so glücklich. Also mit meinem Umfeld, mit meinen Freunden und mit meiner Familie. Ja. Zum Beispiel, dafür bin ich ja dankbar, dass es die gibt und so gerade wie die Situation. Ja, aber wir reden ja gerade darüber, was ist passiert mit dir nach dem Tod. Du redest gerade im Diesseits. Ja, deine Familie ist wundervoll, deine Familie ist dies. Ja, kein genau Problem. Darauf. Aber was ist denn, wenn du auf einmal deine Augen schließt und nicht mehr aufmachst? Was passiert denn danach? Das versucht man wieder. Darauf wollte ich hier hinaus. Also in der Zeit, wo ich noch lebe, mache ich mir halt das schönste Leben, wo für mich schon das Paradies da ist in dem Moment. Was ist, wenn dir das aber von einer Sekunde auf die andere genommen wird, durch einen Autounfall oder Herzinfarkt? Ja, dann ist das so Schicksal, würde ich sagen. Oder wenn, also hast du dann doch nicht das Geheimnis herausgefunden, was nach dem Tod auf dich zukommt. Und dann sagst du, ja, das ist ein Schicksal. Dann gehe ich halt in den Tod und schaue, was auf mich zukommt. Aber so würdest du nicht deine Reise hier auf der Erde zum Beispiel planen. Wenn du in Urlaub fährst hier, da würdest du nicht sagen, ach, ich gehe einfach irgendwo hin und lass mich überraschen. Zum Beispiel nach Raqqa, Afghanistan. Ich gehe einfach nur und marschiere los und lass mich überraschen. So machst du es nicht. Du planst deine Reise sehr gut. Du willst wissen, was das Hotel ist, wie das Essen da ist, wie das Meer ist, wie der Strand ist, richtig? Weil du willst ja nicht vor unvollendeten Tatsachen stehen. Ja, weißt du, was ich glaube? Also wenn ich tot bin, dann bin ich tot. Dann ist nichts mehr. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, du glaubst an irgendetwas, dass das irgendwas gibt. Ja, irgendetwas anderes, dass es gibt. Aber so, wenn ich jetzt sterbe, dann ist für mich sozusagen... Also interessierst du dich nicht für dieses Wesen? Interessierst du dich nicht für die Wahrheit, für die absolute Wahrheit? Du interessierst dich nicht für höhere Wahrheiten? Du interessierst dich so ein bisschen für so ein bisschen atmen, ein bisschen essen, trinken und dann sterben. Das ist dann dein Leben. Das ist der Sinn deines Lebens. Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Ich sage ja nur, danach, wenn wir sterben, dann weiß ich ja nicht, was wirklich kommt. Ich, wie gesagt, dann ist so, glaube ich, dass dann
einfach gar nichts mehr kommt. Dann und was ist, wenn da was kommt, was aber nicht so schön ist? Was dann? Ja, das weiß ich ja nicht. Das kann deswegen ich sollst du ja vor dem Tod diesen Schöpfer anrufen, damit er dir sagt, was nach dem Tod auf dich zukommt, weil er weiß es ja. Er ist ja der Gott des Lebens und des Todes. Er ist ja der Gott des Universums. Er weiß es ja. Du nicht. Du willst doch die Erleuchtung, oder nicht? Oder willst du einfach dahin leben und sterben, wie so ein Huhn, der Eier legt und dann stirbt? Bist du auch so ein Huhn oder bist du ein höheres Wesen? Nee, ich bin kein Huhn. Du bist ein höheres Wesen, sagst du? Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Bist du also auf derselben Stufe wie ein Huhn? Nein, ich bin ein Mensch, ich lebe und alles, was lebt, nicht hat irgendwo seinen Wert. Ja, aber vom Geiste her, vom Geist, von deinem Niveau, vom Geist, von deinem Ansprüche her. Von Ansprüche her. Das ist ein Überlegener. Nur Eier legen und dann sterben eines Tages. Ja, ich bin ja kein Huhn, also ich werde ja nicht nur Eier legen. Ja, ich rede ja nur geistig. Jetzt ein Beispiel, wieder ein Huhn, der einfach nach nichts fragt. Ein Huhn, der macht auch noch. Ja, und kriegt ein Korn und dann legt er Eier und dann stirbt er. Das ist der Lebensinhalt von einem Huhn. Aber du hast gerade gesagt, du bist ein Mensch. Also du hast ein höheres Ziel, eine höhere Vernunft, eine höhere, Ansprüche als ein Huhn. Richtig? Ein höheres Bewusstsein, als nur auf Boden zu picken. Genau. Ja, das musst du mir dann mal wirklich genau erklären, weil wie gesagt, ich... Ich muss dir das erklären, dass du nicht ein Huhn bist. Nein, das meine ich ja nicht. Was ich jetzt einfach... Okay, hast du schon mal einen Huhn gesehen? Hast du schon mal einen Huhn gesehen, das nach der Wahrheit sucht? So total Bücher liest und versucht so herauszufinden, was wirklich nach dem Tod auf das Huhn zukommt. Hast du schon mal sowas in so einen Huhn gesehen? Würde ein Huhn in den Himmel kommen, wenn es stirbt? Gibt es einen... Himmel für Hühner? Oder ja, gerade ja nicht, weil ja keine Bewusstsein, weil er keinen Geist hat. Deswegen gibt es keinen Himmel für die Hühner. Aber ein Mensch kann sagen oder nach der Wahrheit suchen, im Gegensatz zu einem Krokodil oder so. Ne? Ja. Hast du schon mal ein Krokodil gesehen, der so gesessen hat und in den Himmel geschaut hat und so gebetet hat? So, wow, mein Gott. Vielleicht beten die auch auf irgendeine Art. Ich gebe dir die Ehre. Hast du schon mal so ein Krokodil gesehen, der so aufrichtig gesessen hat und gebetet hat? Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht betet er. Wir wissen es ja nicht. Oder? Ja, vielleicht. Nein, du siehst, also der einzige Unterschied zwischen Tier und Mensch ist, dass der Mensch an Gott glaubt, Tiere nicht. Das ist der Unterschied zwischen einem Schimpansen und einem Homo, also einem Menschen. Okay. Ja, ich versuche da immer neutral zu bleiben. Also man kann immer lernen, ne? Ist ja nicht ja. Du verlierst doch, lernen. Du verlierst doch nichts, wenn du an Gott glaubst. Das ist ja das Kranke. Wenn wir Recht behalten, so erwartet dich in der Ewigkeit etwas ganz Schlimmes. Aber wenn du Unrecht hast, so erwartet uns gar nichts und das war's. Verstehst du? Also was ist besser, an Gott zu glauben oder nicht zu glauben? Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Ich weiß, ist ehrlich gesagt, ist das halt so ein Thema, wo ich mich ein bisschen mehr... Wenn wir Recht haben und die Hölle auf dich wartet, so hast du doch nichts Verkehrtes gemacht, wenn du an Gott glaubst und deine Seele in Sicherheit bringst. Aber wenn du Recht hast, so müssen wir überhaupt gar keine Konsequenz in der Ewigkeit tragen, weil es ja sowieso dann nichts gibt. Also ist doch besser, an Gott zu glauben, als nicht zu glauben. Logisch gesehen. Nein, suche Gott, frag ihn, der hört deine Gedanken, der sieht in deine Gedanken hinein, der hört deine Gebete. Frag ihn, wer er ist und er wird sich dir offenbaren, 100%, verspreche ich dir. Ja, ja, da muss man sich halt mehr damit beschäftigen. Ein kleines Gebet, du brauchst dich zu nichts beschäftigen, du musst dich mit nichts beschäftigen. Augen zu, heute gleich, wenn du gleich rausgehst hier aus dem Stream, Augen zu und einfach, entweder du sprichst dieses Gebet oder einfach in deinen Gedanken. Gott, wenn es dich gibt, wer bist du? Ich warte auf deine Antwort. Ich will dich kennenlernen. Ja, okay. Das also kostet dich 10 Sekunden. Ich werde dir mal folgen. Ich werde dir mal berichten, okay? Also ich werde mir mal Gedanken drüber machen. Ja. Und ich werde dir einfach mal dann berichten. Ja, okay. So als
ob ich was Gott fühle segne oder nicht. Wir beten alle für dich, mein Lieber. Dankeschön. Also ich will auch nur das Beste für jeden, auch für euch. Wir wollen auch das Beste für dich. Wir würden dir niemals irgendwie auch nur ein Haar krümmen oder sowas, oder dich vor die Wahl stellen, so wie es eine gewisse andere Religion macht. Nein. Ich weiß, wir lieben dich und möchten Seele. Ich weiß, dass wir, genau, das wir lieben dich und möchten, dass du zum Herrn Jesus Christus findest, der deine Sünden tragen kann, der fähig ist, deine Schuld zu tragen. Sonst niemand. Ja, guter Gedanke. Ja. Ja, ich würde auf jeden Fall, ich hätte dich mal, Reza, ne, richtig? Ja, genau. Dann, ich werde dir mal berichten, so. Alles klar, mein Lieber. Wie ich gefühlt habe, einfach von meiner ehrlichen, das, was ich wirklich ehrlich gefühlt habe, oder wenn ich etwas höre, sage ich dir. Super. Ja, genau. Super. Ja, gut, ihr Lieben, viel Spaß euch, ne? Danke, Gott segne. Oder wolltest du noch was sagen, Ami? Gottes Segen, Shiva, mögest du zum Herrn finden. Ich hoffe, eines Tages kommst du hier rein und erzählst zu uns. Wisst ihr noch, als ich bei euch war und ich habe zum Herrn gefunden, Dankeschön und so. Der Herr Jesus hat sich bei mir gemeldet. Ich habe es jetzt endlich erkannt. Ja, der Herr wird es machen. Du wirst die Zeichen vom Herrn sehen. Du musst nur ihn suchen. Das ist deine Aufgabe, mehr nicht. Und er wird sich dir offenbaren. Genau, gerade eben kam hier auch jemand rein, mit dem ich vor ein paar Tagen gesprochen habe. Und der war sich auch unschlüssig. Und dann hat er es gemacht und hat uns berichtet, der hat den Herrn angenommen. Amen. Okay, heftig. Ja gut, ich würde mir das merken und ich würde euch einfach berichten, was du sagst, weil ich komme hier in deinen Live-Chat voll oft. Ich lasse manchmal einfach laufen und mache mich tot nebenbei. Ist echt witzig auch manchmal. Und ich werde dir auf jeden Fall Bescheid sagen. Alles klar, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, euch auch. Danke, danke. Komm, lass uns für Shiva beten. Geh auf die Knie, wer auf die Knie gehen möchte, der kann auch, wenn nicht, dann bleibt. Herr Jesus Christus, mein Herr, mein Gott, ich bete zu dir, Herr, und danke dir für jede wundervolle Seele, die hier drinnen reinkommt, Herr, und mit uns redet und die vernünftig und wirklich mit ehrlichem, aufrichtigen Herzen, ja, deine Gnade sucht, Herr Jesus Christus, und wir alle deine Gnade brauchen, denn ohne deine Gnade sind wir alle verloren, Herr. Nur ein einziger böser Gedanke, Herr, nur eine einzige schlechte Tat wird uns das Himmelreich verwehren, Herr, und wir danken dir, dass dein kostbares Blut, Herr, dass du vergossen hast für unsere Schuld, dass wir das in Anspruch nehmen, Herr, uns rein bedeckst vor Gott, dem Vater, Herr Jesus Christus, dass der Zorn an uns vorbeigeht, Herr. Denn du bist das reine und makellose Lamm Gottes, Herr, das für uns dahingegeben wurde, Herr. Und dein Blut ist rein und kostbar, Herr Jesus Christus. Deswegen achten wir es auch als wundervoll und kostbar und heilig, Herr Jesus. Heilig, heilig bist du, Herr. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns benutzt, Herr. Jede einzelne Seele hier drin, die hier drin ist, dass du sie segnest und beschützt und dass sie im Buch des Lebens verzeichnet sind, Herr. Und dass noch ganz viele Menschen zu dir finden, Herr. Wir bieten auch jetzt gerade wieder für unsere Geschwister, die gerade Leid erfahren, Herr, in den islamischen Ländern, dass du ihnen Trost schenkst und ihnen einen Ausweg gibst, Herr, dass sie, ja, durch dich irgendwie gerettet werden und, falls sie in die Ewigkeit gehen, von dir aufgefangen werden, bei dir einen riesen Platz bekommen. Amen. Darum bitte ich dich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Ja, möge Shiva auch zum Glauben. Ja. Amen. So ein Gebet hat natürlich viel Kraft, ihr Lieben. Ihr dürft das nicht unterschätzen. Ne? So ein Gebet wird der Herr erhören. Amen. Ob der Shiva sein Herz öffnen will, das wissen wir nicht. Aber der Herr wird auf jeden Fall das Gebet erhören und ihm alles zukommen lassen. Wie der Shiva sich dann entscheidet, freiwillig, das ist dann seine Sache. Ne? So heißt es im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 16, der sagt: Ein Gebet, was aufrichtig. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch in gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Herr Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Amen. Brüder, wenn jemand unter euch vor der Wahrheit abirrt, und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt,
Der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Amen. Wundervoll. Amen. Gepriesen sei der Herr. Amen. Wundervoll. Hallo. Hi, Amir. Hallo, hallo mein Lieber. Hallo, grüßt euch. Ich wollte euch was erzählen. Ja. Weißt du, was mir passiert ist? Vor 2-3 Wochen habe ich Laufe des Tages euch zugehört, ne? Und dann habe ich ein Mittagsschläppchen gemacht dabei. Auf einmal habe ich von dir geträumt und von deinem Bruder. Ohne Scheiß. Und weißt du, was ich geträumt habe? Ja. So eine komische Sache, ne? Habe ich geträumt. Auf einmal, ich habe euch getroffen am Dom Hauptbahnhof. Alle beide. Erst habe ich Hauptbahnhof? Köln Hauptbahnhof, ja. Habe ich euch getroffen. Dein Bruder war voll am Lachen und so. Du packst mich unter rechte Arm und dein Bruder packt mich unter linke Arm. Sag ich, ey, wo geht's jetzt hin? Wo geht's hin jetzt? Er sagt, ja, wir gehen jetzt. Du willst sehen, wohin wir gehen. Erstmal fahren wir mit der S-Bahn Richtung Düsseldorf. Irgendwie sowas habe ich geträumt, ne? Ja. Das wollte ich euch erzählen, lag mir auf dem Herzen, schon vor ein paar Tagen wollte ich. Ja, siehst du, mein Bruder, wir packen dich wie so Türsteher unter den Arm und dann sagen, du kommst jetzt mit. Ja, echt jetzt, genau. Hab ich geträumt, das. Du kommst mit jetzt hier. Aber eine Sache wollte ich euch noch erzählen, ganz kurz. Ja. Weißt du, was mir passiert ist? Ich habe vor Jahren einen Unfall gehabt im Ausland, am Arsch der Welt. Autounfall. Und das war nachts, 2 Uhr nachts. Und dann habe ich gesagt, wie komme ich jetzt nach Hause, nach Köln, wieder zurück, ne? Und dann habe ich gesagt, Gott, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, jetzt brauche ich dich. Beweis mir, dass du existierst. Bring mich irgendwie nach Hause. Ich war am Arsch der Welt, im Wald. Dann hat Polizei mein Auto weggeschleppt, Auto war kaputt, kamen die Abschlepperdienst. Und dann bin ich in so einen Club gegangen und dann habe ich gefragt, könnt ihr mir zeigen, wo mein Auto steht? Ich habe so einen Zettel gehabt, ne? Und dann haben die Jungs mich um 2 Uhr nachts dahin gefahren, Abkürzung genommen durch den Wald zu meinem Auto auf dem Rastplatz, wollten die mir zeigen, wo das steht. Und kannst du dir vorstellen, die fahren Abkürzung durch den Wald und da steht ein BMW und das waren meine Freunde, die haben mich dann nach Hause gebracht. Wahnsinn. Wahnsinn. Der lebendige Gott, ne? Der Gebete erhört. Ja, und das geht mir schon ein Leben lang, geht mir das durch den Kopf. Das wollte ich dir mal erzählen, einfach einmal. Ja, wunderbar. Sehr ja, schön. Ey, kannst du dir vorstellen, du bist irgendwo am Arsch der Welt im Ausland, du hast einen Unfall im Wald, du rufst den Gott und sagst, du beweis mir, dass es dich gibt, jetzt brauche ich dich. Dann werde ich mich ändern, ich werde ein ganz anderer Mensch sein, habe ich gesagt. Und dann passiert sowas. Hast du denn dann auch erkannt, dass das der Herr Jesus ist, der dein Gebet erhört hat? Ja, natürlich. Ah, okay. Ja, natürlich. Das sind Sachen, die einfach nicht erklärbar sind, ne? Woher das kommt. Wie kann das kommen, dass am Arsch der Welt, 300 Kilometer von zu Hause im Wald nachher, nach dieser Aussage, triffst du deine Freunde aus dem gleichen Dorf, die dich nach Hause bringen? Heftig. Das ist wie Wunder, ne? Ja, voll komisch, ne? Ja, ja. Durch den Kopf, dass sowas passiert ist, ne? Ja, wundervoll. Absolut. Ja. Du wolltest es wissen, du hast den Herrn wirklich herausgefordert und der Herr hat auch geantwortet. Ja, aber in meinem Leben sind schon viele solche komische Sachen passiert. Ja. Ne? Vor allem, wenn einer in der Familie, Mutter oder Vater ist verstorben, sind auch so komische Sachen passiert. Ich weiß nicht, woher die kamen. Ja. Ne, die möchte ich jetzt nicht hier erzählen, aber da sind Sachen passiert, die sind einfach nicht denkbar. Ne? Ja. Heißt zum Beispiel, das kann ich dir sagen, ne, wir sind schnell mit dem Auto gefahren nach Polen Richtung, ne, weil Vater im Sterben lag. Und dann ist mein Bruder hat richtig Gas gegeben und der Display vom Auto ist ausgegangen. Display passiert eigentlich nie. Alles ist ausgegangen. Und dann sagt mein Bruder auch, bestimmt Vater gibt Zeichen, dass wir nicht so schnell fahren. Aber ob das was mit, ich weiß nicht, womit das Zufall, komische Zufälle ist. Also ich habe nur andere Sachen auf Lager, die ich dir erzählen konnte, aber ich weiß nicht, wo das kommt.
Zum Beispiel, wir sind wieder zurückgekommen, auch eine Geschichte, gleiche Geschichte. Wir sind zurückgekommen, wir haben viel geweint, unterwegs nach Deutschland. Mit meiner Schwester bin ich gekommen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, lass uns mal ein bisschen Pause machen von uns, voneinander. Wenn irgendwas passiert, dann lass uns telefonieren. Ich muss jetzt den Stream leider beenden, weil der Widerspruch wurde nicht genehmigt. Ah, okay. Es kann sein, dass ich den Stream sperren, dann bin ich wieder für eine Woche gesperrt. Ne? Ja, ja, und das sage ich dir noch. Und weißt du, was passiert ist? Ich komme nach Hause an, auf einmal geht meine Alarmanlage vom Auto an, von alleine. Habe ich direkt meine Schwester wieder angerufen. Woher kommen solche Sachen? Unerklärbare Sachen. Ja, ja, ja. Ob das was mit Gott oder mit Geister zu tun hat oder mit einer anderen Kraft, ich weiß das nicht. Ja, nee, das ist ein Zeichen von oben, ne? Vom Herrn. Ja. Ja, gut, alles klar, Gott mit euch. Gottes Segen, mein Lieber. Ja, Gottes Segen, mein Lieber. Bis nächste Mal, ciao. Ja, ciao. Ja, ihr Lieben, nee, ich mache jetzt keinen Neustart mehr. Wir haben jetzt 10:45, wir gehen jetzt langsam alle in Richtung Hayabubu machen. Morgen müssen wir wieder früh alle raus, müssen wir fit sein. Wir brauchen unseren Schlaf, ne? Hayabubu machen, damit ihr auch fit in den Tag geht. Genau. Also, was jetzt? Na, Reza bleibt heute live. Na. Ich werde hier schlafen mit allen Geschwistern, so richtig. Alle sind so am Schlafen und alle gegenseitig so am Schnarchen. So richtige 500 Leute am Schnarchen haben wir mit mir zusammen in dem Livestream. Bis morgen früh. Schau, was da los ist in dem Stream. Ich sag dir, viele der Geschwister würden dann mit mir so einschlafen. Ja, ja, alle schnarchen. So 500 Leute gleichzeitig schnarchen, das wäre echt eine riesen Philharmonie, ne? Komm, wir beten noch zusammen und dann gehen wir. Ja. Möchtest du für uns diesmal beten, Esa, oder soll ich beten? Bitte, bitte. Ich soll beten? Ja. Okay. Ja, Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, als allererstes möchte ich dir für diesen wundervollen Stream heute danken, Herr. Danke dir auch für meinen Bruder, Herr, dass du ihm immer wieder gute Eingebungen gibst, Herr, dass der Heilige Geist in ihm wirkt und auch immer zur passenden Zeit die guten Worte parat hat, Herr Jesus Christus, dass die Hoffnung in uns ist, auch in den anderen überschwappt, Herr Jesus. Wir danken dir von ganzem Herzen für jede einzelne Seele, für jeden einzelnen Bruder und Schwester, Herr, die Liebe in ihrem Herzen trägt, Herr, dass du weiterhin die Liebe in ihrem Herzen ausgießt, dass sie wahrhaftig überwinden und wirklich diese Welt hinter sich lassen und dir nachfolgen, Herr, und ihr Kreuz täglich auf sich nehmen, Herr Jesus Christus. Wir wissen nicht, wann deine Wiederkunft ist, Herr, aber wir wollen vorbereitet sein, Herr. Wir wollen dir dienen, Herr, solange und so gut es geht, Herr Jesus Christus, mit unserem Leib, unserer Seele und alles, was dazugehört, Herr Jesus Christus. Wir stellen unsere Leiber zur Verfügung und bitte benutze uns und führe, lenke und leite uns alle in unserem Leben, Herr, und stärke unseren Heiligen Geist, der in uns ist, Herr Jesus Christus, dass wir Kraft bekommen, weiterzumachen, dass wir uns durch nichts aufhalten lassen, Herr, denn du hast verdient, dass man dich fürchtet und nicht irgendjemand anderen, Herr Jesus Christus. Hab Dank für alles, was du in unserem Leben tust, Herr, und noch tun wirst, Herr Jesus Christus, dass du uns den Weg ebnest, den wir gehen sollen, Herr. Und den Weg wollen wir mit dir gehen, Herr Jesus, denn du bist der Weg, Herr. Herr Jesus Christus, ich bete für jeden Einzelnen, dass du die Probleme hier, die jeder Einzelne von uns hat, annimmst und sie löst und wirklich Auswege ihnen schenkst und ihnen Wunder tust in ihrem Leben, Herr. Dass sie dich preisen und staunen, Herr Jesus Christus, was du alles in ihrem Leben tust, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen und möchten dir die Ehre geben, Herr. Danke für dein heiliges Blut, das du vor uns vergossen hast und dass du uns reinwäschst mit deinem heiligen Blut, Herr. Danke für deine Güte, Gnade, Herr, und deinen Dank zum Kreuze, Herr, und dass dieses ganze Leid, das du auf dich genommen hast, für uns, Herr, für uns, die wir das eigentlich gar nicht verdient haben. Wir danken dir von ganzem Herzen, Jesus Christus, und bitten auch für unsere verfolgten Geschwister in jedem unserer Gebete, Herr, dass sie wohlbehütet dann in einem sicheren Ort gelangen, Herr, und diejenigen, die doch in die Ewigkeit gehen, dass sie von dir aufgefangen werden und ganz nah bei dir sind, Herr Jesus Christus. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 Okay, ihr Lieben. Dann beende ich jetzt langsam den Stream. Gott will, sehen wir uns dann morgen wieder alle, ja? In alter Frische. Gottes Segen. Gottes Segen.
Okay, danke schön, danke, lieben. Vielen lieben Dank, danke für die ganzen Likes, danke für die Geschenke, lieben, danke für alles, was ihr hier so macht. Vielen, vielen Dank. Möge der Herr euch das Zehnfache, Tausendfache zurückgeben und ja, betet auch für die verfolgten Geschwister. Lasst sie niemals außer Acht. Ne? Immer für die verfolgten Geschwister mitbeten. Und für die Seelen, die noch nicht zum Herrn finden. Gottes Segen, ihr wundervoll. Danke, Hilsa, dass du dabei warst. Ne? Alles klar, danke dem Herrn. Bis morgen. Ciao, ciao, ciao.